So, wie lange haben wir gehabt? 4 Minuten. Vier Minuten, um das Level richtig abzureißen. Läuft es überhaupt denn schon? Ja, es läuft. Ah, wir laufen schon, shit. Sag doch etwas, Mann. Nicht also, mal eine Begrüßung, nicht. Nein, für was? Ja, weißt du das? Wir haben uns schon begrüßt. Du kannst sagen, ab wann es anfangen soll. Also ich habe gedacht, die 4 Minuten nehmen wir jetzt mit. Ja, easy. Ich war grusig, aber es wird sich nicht ändern, wahrscheinlich. Ja. Jetzt habe ich so, als wäre irgendetwas speziell anders gesehen. Nein, eben, das Ding ist wirklich grusig. NRW passt mir gar nicht. Was Köln ist die grösste Drecksstadt, ganz ehrlich. Ich finde aber Köln noch geil. Nein. Aber das ist halt, weil ich von Basel bin und ich sehe sehr viele Ähnlichkeiten von Basel zu Köln. Köln ist, ich hasse Köln, mittlerweile hasse ich Köln. Ich finde Aachen viel schlimmer. Aachen bin ich schon mal. Nein, Aachen bin ich erst noch. Dort bin ich noch nicht gewesen. Viel Spaß. Ja, Duisburg ist oder Krefeld und so, das ist auch. Mein Gott. Aber die Leute sind eben schon. Die Leute sind noch nett, wo ich mir so denke, ja, schon noch krass eigentlich. Ich wäre nicht so nett, wenn ich in Duisburg wohne. Ich wäre auch schlecht gelohnt. Aber das sind doch die klassischen Geschichten, weißt du? Die Menschen haben so wenig. und sind trotzdem zufriedener als wir, weißt du? Und sind so glücklich, ja, das heißt, obwohl sie viel größere Probleme haben als wir. Ja, bald kannst du ein Patenkind von Deutschland adoptieren oder weißt du, unterstützen. Aber ich habe schon das Gefühl, Deutschland geht ein bisschen... Alter, brutal. Was ein bisschen. Deutschland ist komplett am Arsch, Mann. Ich schwöre. Da ist nur noch ein bisschen so aufrechterhalten eigentlich. Wenn du da wirklich in die Bücher gehen, das ist komplett am Arsch. Yeah. Aber es hat natürlich für alle irgendetwas. Du findest jetzt zum Beispiel Köln scheiße. Ich finde ja Berlin ziemlich blöd. Aber du findest Berlin das Shit. Ich liebe Berlin. Yeah. Berlin ist eine krasse Stadt. Ja, dort hast du alles. Und es ist zwar, ja, ich meine, okay. Ich meine, super ist jetzt... kannst jetzt auch nicht sagen, dass es die superste Stadt ist und so, aber du hast viel Seen, du hast viel so Strände, wo du so noch mit den Hunden kannst laufen oder so, du hast mega viele Bars, mega viele Restis, mega viele Kulturen und Köln ist eigentlich nur Romas um den Bahnhof herum, den Dom und überall in jedem Ecke schmeckt es nach Pisse. Im Sommer Katastrophe. Das ist wirklich nicht normal. Aber egal. Aber Köln hat den Rhein. Das gibt mir natürlich... Ja, Rhein, ja, ist auch... Ja, ja. Freude. Ja. Rhein ist okay. Kann man... Aber in Köln kann man nicht drin schwimmen. Das ist dann wieder der Kack dran. Gut, in Spree kannst du auch nicht schwimmen. Wobei, manchmal siehst du ein paar. Ja, gut. So am Sonntagnachmittag. Ja, gut. Dann kommt es eh nicht mehr drauf an. Wenn sie direkt aus dem Club rausgestolpern, sagen sie, ah, komm, wir gehen nachher in die Spree. Boah, nein, die Spree nicht. Grunewald, dort bin ich gebadet. Dort gehe ich einmal gebadet, da ist noch easy. Ja, und was ja schön ist, ist, wie heisst es, Potsdam. Potsdam, ja, ist, ja. Das ist ja nicht weit. Ja, wenn du ein bisschen rausgehst, ist schon ein bisschen... Es gibt schon eine schöne Flagge. Ja, Potsdam ist mega schön. Und was ich auch immer überrascht bin, jetzt bin ich gerade wieder in Bayern gesehen, also Bayern ist ja die paar Städte. Mhm. Gut, Bayern finde ich. Und dann hast du aber dann hast ja nicht nur Kilometer, sondern hunderte von Kilometern. Ja. Das ist einfach nichts. Ja. Aber gar nichts. Ja, voll. Einfach mal so ab und zu eine Hütte. Das stimmt. Ja, selbst ist noch schön eben. Ein bisschen halt, sobald es aber gegen die Schweiz runtergeht, wird es schön machen. Ja, ist echt so. Aber nein, ich darf nicht so hate über Deutschland. Ist ja, hat ja viele gute und schöne Sachen gegeben. Jetzt. Trotzdem Köln ist trotzdem... Ja, und vor allem, gell, die Leute von Deutschland, die füllen den Podcast an und dann nach 2 Sekunden klicken sie weg. Wie sie merken, Schweizerdeutsch, ich verstehe es nicht. Aha, ja, gut. Das heisst,
Ja, eigentlich alles, was du jetzt schon sagst. Ja, sie tönt einmal so, als würden sie verstehen dabei. Tu doch nicht so, als würdest du es verstehen. Aber Bayern, so Bayern verstehen es noch so ein bisschen. Sie verstehen ist meistens, auch, wenn Schweizer Hochdeutsch reden und ja, sie haben das Gefühl, es ist Schweizerdeutsch. Das ist ja eigentlich so das Problem. Oder? Ja, wenn jemand so kommt und sagt, hallo, ich bin aus der Schweiz, dann sagen sie, ah, ich verstehe ja jedes Wort. Schweizerdeutsch. Ja, gut. Das ist ja eigentlich das Problem. Meinst du, ist das, dann musst du aber sehr schlecht Hochdeutsch reden eigentlich. Aber ist eigentlich schon lustig. Ja gut, ja, Schweizerdeutsch ist schon schwer zum Verstehen, wenn du denkst. Du hast schon mal darüber nachdenkt, dass wir die Deutschen verstehen, aber sie uns nicht. Ja, und vor allem, jetzt von Basel aus merkst du natürlich, dass die Süddeutschen, so, ich würde sagen, bis Stuttgart verstehen sie die. Ja, das stimmt. Basler. Ja. Ich weiß nicht, wie es mit anderen Dialekten ist. Ja, gut, ich meine, Basler und St. Galler Dialekt haben ja die Rolle ja beides eher nicht. Ja. Und da neutralisiert natürlich die Deutsche. Also wir haben weniger Probleme, Hochdeutsch zu reden, wie zum Beispiel in Zürich oder Aargau. Dort geht es dann voll ins Schweizerische, genau, und in da Bauernmässige rein. Aber also St. Gallen haben ja gar kein R. Eben, ja. Und in Deutschland rollt es ja, außer in Bayern, tun sie es ja nicht rollen eigentlich. Genau. Darum haben die Leute einmal Freude, wenn ich Hochdeutsch rede. Wo sie sagen so, ja, könntest du mal ein bisschen mehr, wäre schon cool, ein bisschen mehr Schweizerdeutsch, weißt du, so. Könntest schon ein bisschen mehr Schweizer raushängen. Ja, ja, genau, das ist ja immer der Klassiker, oder? Ja. Mach doch ein bisschen mehr den Schweiz. Ja, ja. Also. Und das einzige Mal, wo Deutsche sagen, oder Deutsche an einem anderen Land sagen, hey, red schlechter Deutsch. Wenn du denkst, ne? So, wir Schweizer, wir müssen schlechter Deutsch reden, dass es für die Deutschen schöner ist, aber zum Beispiel, die würden nie an einem türkisch-stämmischen von Neukölln sagen, hey, kannst du nicht ein bisschen mehr von deinem Türkisch reinbringen? Ja, es klingt so herzig, ja? Es gibt, ja, okay, es gibt einen eigenen Flair. Ja, voll. So süß. Heiß. Red Deutsch, Junge, wir sind hier in Deutschland. Aber Schweizer werden nie als Ausländer angeschaut, ne? Ja, wir sind jetzt klein. Die Schweiz ist zu klein, zu harmlos. Ja, hure harmlos. So im Weltbild. Ja, im Weltbild, ja, das ist schon so. Da verkaufen wir schon gut. Das Image ist gut von der Schweiz. Das Image ist mega gut. Für was eigentlich abgeht. Das ist ja so. Wir haben auch unsere Leichen im Keller. Ja, nicht nur im Keller. Naja. So dreht jeder sein Kreuz. Aber du wohnst jetzt nicht in Berlin, oder? Ja, ja, ja. Ja. Yeah. Also also jetzt bin ich die ganze Zeit in der Schweiz gewesen. Aber Berlin bin ich schon, ja, ich pendle halt zwischen Schweiz und Berlin. Ich bin aber gar nicht so, wenn ich unterwegs bin ich halt hure viel, eben jetzt, wo ich auf Tour war, bin ich ja hure viel Termine gespielt. Dann bist du eh nicht daheim. Dann ja, bist ja immer... Die Touring-Route, dass du ja, immer schön weitergehst, genau, ja, vom einen Ort zum nächsten. Genau. Und dann immer halt so mal 10 Tage wieder in Berlin gewesen, das ist geil gewesen. Und dann wieder halt auf Tour und nachher wieder Schweiz und dies und das. Ja. Schon streng, du Kopf, verdammt, ist das streng gewesen. Heiland, zack, ey. Ein bisschen unterschätzt. Vor allem so allein und so. Denkst du, Alter, ey, heute irgendwie... Du hast keinen Support dabei, oder so? Manchmal habe ich schon Support dabei gehabt, aber... Ich das Geile, das Ding ist eben so, wenn du so ein kleiner Comedian bist, weißt du, so am Anfang noch, und du tourst so durch Deutschland, die Leute haben immer das Gefühl, so, das ist verdammt geil. Dabei ist es erst geil, wenn du richtig Kohle hast. Dann kannst du einen Support nehmen, weißt du, den du immer dabei hast. Yeah. Den zahlst du dann auch angemessen. Dann hast du hure geile Hotels. Dann bist du vielleicht noch mit einem Büssli oder so unterwegs. Aber Alter, mit der Deutschen Bahn. Und allein. Denkst du, fuck, man. Dann manchmal Auftritt vielleicht nicht so krass. Gut, ich habe jetzt immer Glück gehabt, immer recht Leute gehabt. Yeah. Da bin ich sehr dankbar, dass das sehr gut gelaufen ist in dem Sinn. Aber ja, jetzt zum Beispiel eben in Fulda habe ich jetzt vielleicht auch 60 Leute gehabt, was ja eigentlich schon gut ist. Ja, eh. Das ist schon mega gut für Deutschland. Aber dann merkst du halt gleich so, ja,
Stimmung ist jetzt nicht so überragend gewesen und für noch ein paar ältere Leute müssen zusammen ein bisschen schauen, so, ja, was ist da los in Fulda, oder können wir den mal schauen. Die Klassiker, die sich verirren. So. Dann bist du eh allein, ja voll, die verirrten. Dann bist du eh allein und im Hotel und dann... Ja, aber es ist ja drumherum. Also ich meine, das finde ich als krass bei einer Tour, wo du weit musst gehen, ja. Dass es ja die 2 Stunden Show sind, ja. Aber du musst ja, weiss nicht, wie viele Stunden vorher dort sein. Ja, voll, ja. Und du bist dann nachher eben nicht daheim, du bist dann in einem Hotel und am nächsten Tag bist du eigentlich nur am Reisen zum nächsten Ort. Oder? Ja, voll. Das heisst, also Netflix muss schon sehr viel auf der Liste haben. Hey, ich glaube, kein einziges Mal Netflix geschaut im Fall auf Tour. Wirklich? Ich schwöre. Nie. Was ich eben gemacht habe, ist immer, ich habe ja so die erste kleine Tour habe ich ja gemacht. Alter, wann habe ich überhaupt angefangen, Mann? Letzten Herbst, ja. Letzten Herbst habe ich dann angefangen. Und dann habe ich alles falsch gemacht, weil dann bin ich hure faul gsi. Dann bin ich ins Hotelzimmer gegangen. Egal was für Wetter, bin ich im Hotelzimmer geblieben, habe etwas gegessen, weißt du, weil ich esse nie zu Morgen und dann habe ich gegen den Mittag, Nachmittag Hunger. Und dann habe ich irgendeinen Scheiß bestellt. Und dann am Abend esse ich ja dann nochmal. Da kommst du ja da von der Location über, oder? Und dann habe ich nochmal gegessen und dann meistens nach der Show. Und dann habe ich einfach 6 oder 7 Kilo zugenommen, jetzt bin ich auch fett geworden, Mann. Und Katastrophe, huere schlecht gefühlt und gar nicht geil gewesen. Und dann der zweite Block quasi, habe ich alles komplett anders gemacht. Dann bin ich immer pünktlich losgefahren, dass ich das Zeug schnell ins Hotel tue. Dann bin ich in die Stadt rumgelaufen, ein bisschen Sachen angeschaut. Dann habe ich nichts gegessen. Oder immer am Morgen oder am Mittag so Bananen oder so etwas mitgenommen. Und dann habe ich immer vor der Show gegessen und nach der Show dann nichts mehr. Das mache ich schon lange nicht mehr. Nach der Show essen. Nein, nach der Show essen ist echt der Tod, Mann. Aber das Problem ist ja, dass eigentlich nach dem Auftritt, also bei mir ist es so gesehen, jahrelang, ich hätte können ein Bär essen nach dem Auftritt. Ich auch. Ich habe mir einfach gesagt, schau, ich gehe morgen schön ins Hotel, Frühstück, gehen wir dort um 9, 10 Uhr richtig fettes Morgen und dann weiter. Dann habe ich einfach Hunger gehabt über die Nacht durch, aber ja, egal, das ist nicht so schlimm. Ich glaube, evolutionär ist das glaube auch okay, dass man hungrig ist. Ja, fix. Ich glaube, gut für die Regeneration vom Körper. Sag nichts. Nein, ich habe es dann abgeändert mit dem, wie heißt es, Intervallfasten oder whatever. Ja. Das einfach, wenn die Körper sich wirklich daran gewöhnt hat, du kriegst nur in diesem Zeitfenster zu essen. Ja. Seitdem habe ich nach der Show keinen Hunger mehr. Ja, voll. Das ist mega geil. Der Intervall ist perfekt. Und das ist super. Ich habe es hauptsächlich wegen dem gemacht. Und dann habe ich gemerkt, ich behalte auch noch halbwegs mein Gewicht. Ja. So. Ja, das ist wichtig, weil sonst bist du komplett am Arsch. Der Klassiker, eben so irgendwie entweder mit dem Zug oder mit dem Auto. Und dann bist du natürlich an einem Ort, wo was gibt es? Es gibt irgendwie ein Sandwich. In Deutschland gibt es nichts gesund. Es gibt Rollbrot mit irgendwie Speck oder irgendein Würst. Immer Würst, Schnitzel. Und natürlich, es hat immer irgendein Burger King oder so. Ja, voll. Das Gesündeste ist wirklich Pommes. Nur Pommes. Wenn du denkst, es ist so krass. Und Raststätten kannst du eh vergessen. Yeah. Und der Dean David Scheiß, wo quasi als gesund verkauft wird. Alter, der sieht aus, Mann. Oh, ich liebe aber Dean David. Schon? Nein. Ich habe mal eine Tube gesehen, die jetzt so zu Dean und David gehen, nachher läuft sie und dann sieht sie so, nachher ist sie einfach okay. Ja, das ist nicht für mich. Sogar du, wenn nicht mal Bock auf, also in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. In der Schweiz ist es einfach zu teuer. Ja, es ist zu teuer, aber dort in der Schweiz ist Qualität einigermaßen gut, aber so Dean & David Bahnhof in, wo ist das gewesen? In Hannover oder Bochum oder so. Yeah, es tut nicht gut. Nein, aber ich habe Dean & David in München zum Beispiel. Ja, okay. Ist top, ja. Weil dann haben sie eben so bayerische, ja, München ist bayerische Weiderinder und was weiß ich, im Salat. Ja, dann ist ja so wieder etwas anderes. Ja, und es kostet halt gleich nur 9 Euro. Ja, das stimmt. München das ist halt okay. Ist schön, aber eben, du gehst so Bochum richtig so. Ja, na weh, komm mal Dean & David, Mann. Hey, einmal bin ich überhaupt geht. Einmal bin ich hure Hunger gehabt, dann habe ich gedacht, oh geil, ein Subway, gell? Und Subway in Deutschland, alles ist anders in Deutschland. Die Qualität in der Schweiz ist so krass. Ja. Yeah. McDonald's in der Schweiz ist so geil. Ist das Geilste. Ist so krass geil. In Deutschland kannst du da kaum fressen. Es ist so grusig. Es ist alles voll trocken.
Es ist alles, sogar Subway, weißt du? Es hat ja das Gerücht gegeben, dass früher, also mittlerweile ist glaube wirklich irgendwie erwiesen, dass es Fleisch ist, was es dann auch immer für Fleisch ist. Ah, aber ja, das, ja, den habe ich auch gehört. Das ist früher so ein Cheeseburger von McDonald's, ja, nicht einmal Fleisch drin gehabt, ja, 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 oft irgendwie nur so Texturmittel, genau, ein bisschen, genau, Ammoniak und Fett und das, ja, 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 genau, das ist mal ein Gerücht gewesen, aber das stimmt, das glaube ich nie gestimmt, das ist nicht... Das ist nicht. Nein, bei den Amis glaube ich mal kurz. Dann haben sie eben irgendwie andere Auflagen gekriegt. Okay, ja. Und dann habe ich eben, bin ich da in ich weiß nicht, in Subway. In Subway. Und ich hatte so Hunger gehabt und es hat so gruselig ausgesehen. Und ich dachte, komm, scheiß drauf. Da wird ja wohl nicht so schlimm sein. Und dann, dann kommt einfach eine Taube. Und da war in so einem Bahnhofgebäude gewesen, und die Tauben fliegen ja um. Und dann kommt eine Taube und frisst einfach ein Salatblatt aus dem Buffet vom Subway. Und ich so, what the fuck, nie im Leben komme ich da an. So, ich war am Anstieg und die Taube hat mir quasi das Leben gerettet. Weil wie viele Tauben sind vorher schon dort gewesen? Weißt du, der andere war irgendwie etwas am Machen gewesen, yeah. Und die Taube fliegt an und nimmt einfach so ein Salatblatt und fliegt wieder davon. Aber das ist ja eigentlich ist es ja, in dem Fall ist es ja eigentlich wieder das Gegenteil von der anderen Taube. Nämlich in dem Fall hättest du müssen dort essen. Weil bei deinem David hast du gefunden, wenn du es nicht willst, dann ja, ist es auch nicht. Ja, aber da, das ist ja eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Ja, du hast gesagt, der Salat nicht. Hey, geil. Und ich habe gedacht, die Taube ist schon recht dumm, weil sie hätte auch können so Chicken nehmen oder, weißt du, hat ja alles dort gehabt. Aber sie das ist ja kein Chicken. Sie hat sie gefunden, nein, komm mal. So. Gut, war auch krass, wenn es einfach von ihrer eigenen Art so. Oh nein, meine Großmutter will jetzt nicht essen. Scheiße, nein, dann hätte ich gar keine gesagt, nein. Das ist ja, aber das finde ich eher etwas vom Schlimmsten, wenn du Hunger hast, mhm, und du bist halt mangels Möglichkeiten, irgendetwas am Essen, wo so unbefriedigend ist. Ja, das ist das Schlimmste. Dann ist eigentlich der Rest vom Tag ist im Arsch. Ja, voll. Du bist nachher so schlecht drauf. Ja, du kommst Sodbrennen über. Das ist, eben, wenn du auf Tour bist, ist verdammt wichtig, dass viel scheitert an dem. Weil es einfach faule Siechen sind und einfach so nur Scheisszeug fressen und die ganze Zeit rumtouren und nehmen zu und es geht ihnen nicht gut. Dabei musst du verdammt schauen, du musst eben, beim ersten Block, habe ich auch den Fehler gemacht, habe ich einfach nichts gemacht. Und beim zweiten Tourblock bin ich immer ins Fitness gegangen, habe dann zum Morgen gegessen, am Abend nichts mehr gegessen, zum Morgen dann genommen und dann halt auch gesunde Sachen, weißt du, so. Und viel auch, zum Teil noch, wenn ich von Berlin gegangen bin, gekocht, yeah, so zwei, drei Tage vorgekocht, Tupperware, schön. Das ist richtig, wichtig, richtig. Das ist, der richtige Reiser. Ja, wirklich. Aber das ist, man ist ja zum Glück im Normalfall eben, ist man mit der Zeit schlauer und ja, lernt aus den Fehlern, oder? Ja, voll. Weil ich zum Beispiel, eben, ich esse eigentlich auch nie zu Morgen. Ja. Und jetzt habe ich aber gerade vor zwei Wochen, habe ich drei gehabt. Die ganze Woche, wir haben immer so um 7, 8, haben wir 3 Beginn gehabt und solche Sachen. Und dann habe ich nicht gewusst, fuck, ich brauche jetzt Energie, ja, für den ganzen Morgen, weil ich stand ja 5 Stunden früher auf wie sonst. Ja. Und ich brauche dort schon mal zu essen. Ja. Und dann hast du das Hotelbuffet und ich habe gewusst, aber zum Beispiel, weißt du, Gipfeli und so Scheiß. Ja. Schon geil. Ja. Aber wenn du dir das angewöhnst, so am ersten Tag, ich schiebe mir 2 Gipfeli in den Grind. Ja, voll. Ich weiß zum Beispiel, ich kriege den Sodbrennen wie Sau. Ja. Und ich schleppe das den Rest vom Tag mit und Energie habe ich eigentlich auch nicht wirklich. Ja, was weiß ich. Und dann bin ich dann ein bisschen schlau geworden. Ich dachte, liegt da Vollkornbrötli, ja, irgendein Strichkäse. Das mache ich jetzt immer so als mein Sandwich am Morgen. Ja, immerhin. Ja, voll. Obwohl eben zum Morgen esse ich normalerweise, wenn ich unterwegs bin, dann esse ich nie zum Morgen. Aber so auf Tour habe ich es mir angewohnt, einfach weil ich am Abend nichts mehr esse. Ich bin schon verhungert aufwachst. Ja, aber um 6 Uhr. Ich esse am 6 Uhr, kurz vor der Show. Und nachher dafür nichts mehr. Ja. Wie machst du es denn eigentlich mit dem... Hast du einen Hund oder zwei mittlerweile? Einen. Heißen, ja. Ja. Manchmal lerne ich in Berlin. Ja. Und ein paar Mal hatte ich auch dabei. Im Zug und so? Ja. Ja. Das ist kein Problem. Ich muss ja auch von Berlin auf Zürich. Direkt, sind 8,5 Stunden und kein Problem. Yeah. Der Panty ist im Böxli. Da ist ein richtig, richtig geiler Hund. Der ist eine richtige Legende, Mann. Der Sieg ist das Beste.
wirklich gut. Ja, und vor allem, das hilft dir ja auch noch ein bisschen eine Struktur zu haben im Leben. Hey, sag nichts. Gell? Ja, weil wenn du natürlich den Hund dabei hast, dann muss ich am 8. aufstehen. Ja. Yeah. Das ist zwar mal ein bisschen hart, aber dann gehe ich raus mit dem, gehe irgendwie eine Runde machen, dann gehe ich dann gleich ans Morgen an. Das ist aber auch gut, weil sonst würde ich safe pennen. Ja. Yeah. Sicher auch schon 100 Morgen verpasst, weil ich einfach geschlafen habe. Und mit dem muss ich raus, weil er halt Gassi gehen. Und dann lasse ich ihn raus, essen gehen. Ich gehe dann auch essen. Und nachher vielleicht noch ein bisschen anliegen. Oder wenn das Wetter so gut ist, dann irgendwo einen Park suchen oder sonst irgendetwas. Ja. Yeah. Das ist schon, ja. Da gibt da schon, stimmt, ist schon. Perfekt eigentlich. Gibt einen schönen Rhythmus immer. Ja, weil eben das ist das, wo ich bei vielen sehe und was ich auch von mir kenne. Ist so, man kann, vor allem wenn man in Hotels ist, man kann wirklich einfach das dumme rote Schildli an. Ja, ja. Und man kann einfach den ganzen Tag nur dort rein. In so einem Loch vor sich hin siechen. Ja, voll. Bis dann schon fast die anschießt, dass du noch raus musst. Ja, fix. für einen Auftritt. Oder alles verwichst. So 100-mal, dir tut der Arm weh, man. Du denkst so, fuck, man, wie kann ich... Und vor allem, wenn du immer drin bist, wird es ja nie geputzt. Das heisst, es wird jeden Tag schlimmer. Hey, gell? Und jetzt mittlerweile haben sie schon so quasi, ja, wir putzen nur, weißt du, so aus so Klimaschutzgründen oder CO2 und so, bla bla bla. Ja, angefangen haben sie mit Corona. Da haben sie gesagt, wegen Corona putzen wir. Ja, wegen Corona, aber jetzt mittlerweile so zum Wassersparen und so. Ja. Wenn sie wollen, dann tun wir nur alle zweiten Tag putzen und so. Ja. Denkst du, ja, schon gut. Easy. Ich bin mal mit einem... mit einem Kameramann sind wir etwas filmen und das war so der absolute Chaot gesehen. Yeah. Und der hat, glaub, nicht mal auf seinem Bett gepennt, sondern sein Bett war dann so eine Auslage gesehen für sein ganzes Shit, oder? Und ich so, und er hat immer so das eben nicht störende Dings da gehabt. Und ich so am dritten oder vierten Tag hat er auf Putzekippe gefunden, wir gehen vielleicht trotzdem mal rein, weil who knows. Yeah. Und gerade wo wir raus sind, geht dann jemand in sein Zimmer und er so, nein. Und dann habe ich das mal gesehen. Da ist so die Türen offen gesehen und ich sehe, das Bett ist einfach voll mit Shit. Ja. Weißt du, ein richtiger Messi. Ja, ja. Einfach voll mit Shit. Und er so, nein, lassen Sie das so. Und du hast schon das Gesicht gesehen von der, die wirklich so, was, wie, lassen Sie das so? Nein, das muss so sein. Ja. Du hast gemerkt, er hat so ein bisschen OCD in dem Punkt. Ja. Und dann hast du gedacht, der pennt auf irgendwie am Boden oder so. Alter Mann, Scheiße. Ja, das könnte ich jetzt nicht. Ich bin dort jetzt gut erzogen worden. Ich schaue immer, ich finde das hoher respektlos, wenn man so ein Hotelzimmer voll verwüstet hinterlässt, Mann. Nö. Danke schön. Also es gibt wirklich Leute, die einen Fick geben. So, dir ist scheißegal. Überall Dreck und Chips am Boden und es hat ja Kübel und so, weißt du? Ja, ja. Essen am das Boden, einfach so alles einfach am Boden. Das finde ich Frechheit, Mann. Der Seinfeld sagt das ja mal vom Kino. Ja. Das heißt, im Kino fühlt man sich ja wie ein fucking Diktator. Ja. Kino so, ist auch so etwas, das stimmt, ja voll. So einfach so am Schluss, so die Popcorn-Packung, so einfach, ich öffne meine Hand und den Rest machen andere. Weißt ja, das ist gut, ja, das ist echt so. Kino ist auch so etwas, ja. Kino bin ich mittlerweile so zu geizig geworden, man nimmt einfach selber Sachen mit. Ist mir so egal. Klassiker. Ja, fix M&M's und Chips und alles in den Schmuggel. Du musst aussehen wie ein Backpacker, dann lassen sie die rein. Ja, die kontrollieren die Zähne. Da irgendeine Yogamatte legen. So ein Ventilator. Und dann hast du alles dabei. Ja. Ich weiß nicht, wieso das im Kino einfach alles etwa 20 Mal teurer ist. So Nachos für 18 Franken sind ja behindert, Mann. Und ich mir so denke, für was denn? Ja, vor allem mit dem Film kostet es irgendwie mittlerweile 25. Ja, eben. Also ich weiß so, in der Schweiz, Katastrophe. Wenn du ins Kino gehst, musst du irgendwie mit so 60 ja, bis 100 Stutz pro Person. Ja. Vor allem, weil ich dann auch immer viel zu viel Shit eben will. Ja. Ich finde so, ja, zuerst will ich Popcorn, danach will ich Maltesers, danach ja. Irgendwie noch so dumme Gummi-Erdbeere. Dann kommt noch Pause und du denkst, nein, Glasse wäre noch geil. Genau, Glasse und Nachos. Und
weißt du was, eine Cola Zero für 7,50 Hey, hey, das ist nicht normal, ohne Spass. Das ist in der Schweiz ist krass, da muss ich auch sagen, ist, du, dann jetzt, wenn, jetzt, wo ich so halt oft in Deutschland bin, du nimmst halt auch Preise an von Deutschland. Das ist das Schlimmste. Und dann, wenn du in die Schweiz zurückkommst, ich bin mittlerweile wirklich so, und ich bin nie der Typ gewesen, der auf Geld geschaut hat, da merkt man auch an meinem Konto an. Mir ist egal, ich habe mal für Essen und so, scheißegal, Kollegen zahlt, das ist mir wirklich scheißegal gewesen. Geld ist mir wirklich voll egal. Und ich habe nie richtig geschaut, aber mittlerweile muss ich sagen, ich zahle es nicht mehr, ich mache es nicht. Ich zahle nicht für einen Schnitzel 65 Stutz, für nichts. Für was für Qualität, ja. In Deutschland genau gleiche Qualität, einfach 25 Euro kommst du ein Bier über, einen Salat, einen Kaffee und ein Wiener Schnitzel. Das Schlimme ist eben, wenn man anfängt, das Geile ist, wenn du von der Schweizer Sicht die anderen Preise anschaust, ja, dann ist es geil. Ja, mega, ja. Weil dann gehst du eben irgendwann, ich meine, ja, gut, St. Gallen ist ja nicht weit von Deutschland entfernt, ja, du kannst mal schnell über die Grenze irgendwas machen, ja, und dann findest du so, oh, spitzgünstiger sind, das heisst, das ist gute Qualität, ja, weil vor allem so zu Basel, eben so Süddeutschland, hast du natürlich extrem viel Restaurants und was weiß ich, ja, wo der Schweizer Markt bedient, mhm, wo die Deutschen so sagen, das zahle ich sicher nicht, ja, voll, aber für uns ist es trotzdem noch günstiger, ja, und dann ist einfach so ein Restaurant voll mit Schweizer, ja, wo sie finden, ja, das ist jetzt noch, ne, da haben wir jetzt noch etwas, rausgeholt, ja, oder? Und das Schlimme ist, wenn du dich an die anderen Preise gewöhnst. Ja. Das habe ich auf Weltreise. Ich bin 4 Monate weg gewesen. Oh. Und dann kommst du irgendwie, eben schon nur Zürich Flughafen oder so, und dann lachst du eigentlich nur noch. Und dann verstehst du, warum jeder Mensch, der irgendwie in der Schweiz auf Besuch ist, sagt, es ist so teuer. Ja, das ist einfach, je nachdem, was du dir da gewöhnt hast. Im Zürich Flughafen habe ich mal gesehen, so 5 Gemüsesticks mit einem Dip für 18.50 Franken. Nein, das regt mich so auf. Das regt mich so auf. Aber das Geile ist, es gibt immer irgendjemanden, der es einfach zahlt. Ja, ich weiß nicht. Ja, irgendein Trottel zahlt da fix. Das Gleiche ist ja mit zum Beispiel, weißt du, Mobilfunk. Ja. Haben sie mal so einen internationalen Vergleich gemacht. Mhm. Die Schweiz hat einfach nach wie vor einfach entschieden, bei uns kostet es nicht zum Verhältnis von Landeseinkommen und all das, ja, Zeugs, sondern es kostet bei uns immer noch 10-mal mehr als irgendjemand anders. Ja. Und einfach weil noch niemand sich getraut hat, so richtig unten reinzuschießen, ja, voll, bleibt es einfach bei diesen Preisen. Ja, das stimmt. Gut, das ist einfach, ja, ein gutes Abo jetzt mittlerweile, keine Ahnung, wird mir immer noch 30, 40 Stutz im Monat kostet. Mhm. Und realistisch können es, keine Ahnung, 12 kosten, ja, oder so. Weil? Gut, ich zahle auch immer noch zu viel, aber Shoutout to Sunrise, ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich habe mal so eine Sunrise liebe, ich liebe Sunrise. Sunrise, wenn ihr da gehört, ich liebe euch. Und wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt, ich bin da für euch. Wenn der Ort schon nicht mag. Ja. Hey, gell, gib mal ab, Mann. Das sehe ich. Mann, wie viel Werbung wird er noch machen? Ja, jetzt macht jeder Scheiß macht er. Ja. Wenn ich Sunrise wäre, würde ich sagen, look, du machst für alles Werbung. Ich würde einen, der 100% hinter unserem Produkt steht. Dann nehme ich lieber einen, der nicht für jeden alles Werbung macht und dafür mit Herzblut die Werbung macht. Und so wie Wingo. Ja gut, Charlie hat, ja, gewonnen mit dem, Mann. Ja, shit. Ich habe aber auch Sunrise und ich bin auch super happy. Schon, nicht ganz so happy wie er schon. Ja. Ich glaube, sie haben eine Antenne abgestellt und jetzt habe ich einfach nicht mehr so ein Netz bei mir daheim. Ach schon. Und ich habe immer Netz gehabt daheim. Ich habe immer Netz. Ich weiß nicht. Ich habe überall. Das ist ganz geil. Und ja. Aber ich habe damals das Coca-Abo gemacht, weißt du, irgendwie so lebenslänglich. Aha. Irgendein so ein super Deal. Ach schon. Und ich müsste aber, glaube ich, auch wieder mal verhandeln. Ich muss wieder mal anrufen. Der Klassiker, wenn du anrufst, sagst du, ich wechsle sonst, dann kriegst du ein besseres Angebot. Das ist echt so. Aber das Problem ist, ich bin so ein guter Kunde, dass ich auch zu viel zahle. Gern. Das ist jeden Monat, das ist auf 10 Stutz mehr überwiesen. Also, ich bin zufrieden. Ja. Okay, aber jetzt mal weg von dem Deutschland ja, und den Preisen, sag ich ja, jetzt mal.
Wie geht es dir sonst? Süß geht es mir eigentlich gut. Geht mir, wie lange sind wir schon dran? Jetzt? Gemütliche halbe Stunde. Nach 33 Minuten fragt er mich, wie es mir geht. Ja, da muss man mal fragen. Ja, du, mir geht es gut so weit eigentlich. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen. Jetzt sogar noch ein bisschen besser. Jetzt bin ich wieder ein bisschen im Aufschwung. Ich hatte ein bisschen Down gehabt, so nach der Tour. Und habe auch ein bisschen Social Media reduziert. Habe jetzt gar nichts mehr gemacht. Ganz wichtig. Und weil ihr gemerkt, so, das geht extrem an Substanz. Immer Videos aufladen und online sein und Sachen beantworten und neue Sachen raussuchen und schneiden und Videos aufladen. Katastrophe. Das ist richtig, richtiger Abfuck gewesen. Und dann ist es ein bisschen, ist es eine Zeit lang nicht so, also ist jetzt nicht übertrieben, ist nicht so, so depressive Scheiß oder so, aber schon ein bisschen down gehabt. Ja. Yeah. Weil, ja, du siehst natürlich, gell, wenn du Social Media nichts mehr machst, dann, und du siehst immer andere machen und du orientierst dich an denen, die eh viel machen. Das ist immer so. Dann denkst du, ja, jetzt muss ich auch, und dann bist du voll unter Druck. Aber jetzt habe ich einfach gar keinen Bock gekauft. Und egal. Es ist, darum denke ich immer so, es ist mega einfach, über Influencer sich lustig zu machen. Nein, ich schwöre. Und vor allem, wenn sie dann eben sagen, es ist im Fall noch ein harter Job und so, lachen die Leute. Ja. Und ich muss dann sagen, also einerseits, ich würde es nie wollen machen. Ja. Und andererseits, ich kann schon verstehen, dass es fucking... anstrengend ist. Es ist so anstrengend. Weil du bist ja quasi selbstständig. Das heisst, das ist schon mal ein Stress, wo zum Beispiel ich sehr stark ab und zu empfinden kann. Dass die Freiheit, dass du dir alles selber kannst einteilen kannst, ist zum Teil auch eine mega Last. Ja. Du läufst so in deinem Kopf, hast so, ich könnte immer noch irgendetwas machen. Ja, immer noch irgendetwas machen. Fix. Weil, wenn du einfach den Job hast, wo du ins Büro gehst, und dann irgendwann hast du Feuer oben, dann läufst du da raus und all das Zeug lässt auch hinter dir. Ja, das voll. Heißt, du kannst dann wirklich entspannt nebenan sitzen, etwas trinken oder irgendwie abmachen oder was auch immer. Und du hast es wie getrennt. Mhm. Und in der Selbstständigkeit bist du dann mega oft so, jojo, ich kann jetzt schon mit euch ein Match, aber weißt du, so, eigentlich sollte ich noch oder ich habe das Gefühl, ich sollte noch. Und ich habe das Gefühl, so Influencer, Social Media, Schissel, ist das hier noch viel, viel, viel mehr von dem. Es ist zu krass. Weil du musst dir ja immer irgendetwas aus den Fingern suchen. Voll. Also ich schwöre. Du musst ja immer so, und was mache ich jetzt? Ja. Und was mache ich jetzt? Und wenn mal etwas funktioniert, dann musst du so, mehr von dem. Ja. Ah, ja, das ist jetzt das, was funktioniert. Mehr von dem, mehr von dem. Da ist echt, also... Jeder, der Influencer und es gibt die Influencer und es gibt solche Influencer. So, aber auf hohem Qualitätsniveau immer Content liefern von, egal, wenn du Travel-Blogger bist oder sonst irgendetwas, immer deinen scheiß Grind selber müssen jetzt sehen. Und ich habe schon beim Video schneiden, habe ich mich selber gehasst. Ich hasse mich. So, ich habe jetzt 2 Stunden geredet und dann musst du noch ein Video schneiden und du siehst nochmal dich eine Stunde und du denkst so, heb deine Fresse, Mann, ich schneide jetzt ein Video, aber ich will nachher nichts mehr von mir sehen. Weißt du so. Und als Influencer hast du die ganze Zeit das Handy, du siehst dich immer selber. Yeah. Und es ist so, mir ist das so unangenehm. Wenn du die ganze Zeit so, und du musst auch keine Hemmungen haben, so, alle Leute rundherum, du so, hey, heute bin ich da. Und ja, du bist ja so Influencers in the Wild. Es ist ja, mit Außenperspektive ist es ja noch viel schlimmer. Ja. Wenn du einfach so in der Kirche siehst und einfach jemand in einem Kleid 5-mal davor rumhopst. Ja, Mann. Das Einzige, was ich ein scheiße finde bei Influencer, ist so die Fakeness. So, du merkst halt, wenn etwas funktioniert, aber wenn es da nicht sind, dann macht es das einfach. Ja, so. Yeah, ja. Yeah. So, sie sagen nicht, nein, ich mach das nicht. Es gibt viele Influencer, machen auch jeden Dreck mittlerweile. Darum so Marken, darum sage ich, ich komme ja auch Anfragen über von Marken, oder? Also Kooperationsanfragen und so, oder kannst du mal einen Post machen. Ich lehne wirklich zu 98% lehne ich alles ab, weil ich einfach sage, schau, ich mache nicht einfach einen Post für irgendwie 400 Franken. So ficket euch, weißt du, was ich meine?
Weil wenn ich mit jemandem zusammen arbeite, dann habe ich ein Produkt, das ich selber eh cool finde. Und ich sage, hey, wir können auch gerne langfristig etwas machen, was auch immer schwierig ist, weil die Marken halt nicht mehr so auf die Langfristigkeit schauen, sondern immer nur schnell Reichweite wollen und einen Post und yeah. einfach ihre Kanäle bedienen. Aber du findest immer jemanden, der es für 300 Stutz macht, so unter den Influencern. Und denen ist es scheißegal. Also, sie sind Fitness-Influencer, aber wenn sie irgendwie ein bisschen Geld bekommen, würden sie locker für keine Ahnung, wie einen zuckrigen Energy-Drink Werbung machen, wo ich mir so denke, alter Mann, du gibst deinen Leuten vor, dass du voll fit bist und oder sie trainieren sollen und hast Pläne und bla bla bla, aber verkaufst dann irgendeinen zuckerhaltigen Müll, nur weil du ein bisschen Geld bekommen hast. So Zeug würde ich nie machen. Das verstehe ich absolut. Ich meine, das ist mit dem Part ist es ein bisschen etwas Ähnliches, ja. Weil also, du tust ja dann nicht Influencer, aber wir haben auch schon sozusagen Sponsoren gehabt von einzelnen Folgen. Und du schaust dann halt schon auch ein bisschen, was es jetzt. Ja, logisch. Was es jetzt genau ist. Fix, ja, sicher. Und es gibt dann zum Glück irgendwann so eine gute Schnittstelle von, es fragen eigentlich dann auch nur noch Leute an, die das Gefühl haben, das könnte passen. Genau. Und sie wollen nicht unbedingt einfach eben noch ein bisschen mehr zahlen, genau. Bolzen. So. Das ist eigentlich noch nice. Dass du ein bisschen Image hast. So. Ja. So, aber das hat auch, weißt du, wie viele Jahre gebraucht, wo ich alles sonst immer abgesagt habe. Ich hab letztes Jahr zum ersten Mal überhaupt auf Social Media sozusagen Paid Post gemacht. Ja. Als Teil vom Ganzen für den Part, wo man für Blutstammzellspende aufmerksam gemacht haben. Also eigentlich auf das aufmerksam gemacht haben. So, das ist der Job gesehen. Ja, voll, ja. Und das ist das erste Mal überhaupt, wo ich irgendeine Social-Werbung-Schissel gemacht habe. Ja. Und bei allem anderen bist du dann eben so, du findest ich denke mir immer so, nein, ihr findet andere, wo es für 300 Stutz macht. Ist ja bei Gigs so, gell? Das stimmt, ja. Aber, es gibt dann immer irgendjemanden, der so findet, hey, ich habe an einer Autobahnraststätte habe ich eine kleine Bar. Man hat Platz für 15 Leute. Und ich habe gedacht, für 5 Stutz und so eine Wurst, die ganze Zeit so in dem, Metallding sich dreht, kannst du da go 2 Stunden Comedy machen. Ja, und dann sagst du so, hey, ich glaube es nicht. Ja. Und eine Woche später siehst du dann irgendwann das Plakat postet. So, Person macht es in dem Fall. Das stimmt, ja. Aber das ist ja mit Filmen so. Aber ich glaube, das ist heutzutage ist auch schwieriger, weil du musst das schon wie wissen, bevor du es überhaupt machst. Ja. Das ist ein riesen Unterschied. Früher hast du halt irgendwie so 2-3, das war auch nicht gesund gewesen, aber du hast irgendwie 2-3 Menschen gehabt, die es gewusst haben. Mhm. Und die haben dann irgendwie gesagt, hey, du bist ein, wir nehmen dich jetzt mit auf unsere Reise. Und die haben dann schon eine ganze Strategie, wo sie sagen, mach das, mach das nicht, das. Und heute, alle können selber entscheiden. Und das ist nicht nur gut. Da ist es so, ja. Das Gute, wenn ich zum Beispiel mache, ist selber Konzept erarbeiten und dann auf Marken zugehen zum Beispiel. Ja. Yeah. Wenn du so denkst, hey, das ist eine geile Marke, mit denen würde ich gerne zusammenarbeiten, dann vielleicht mal einfach ein Konzept oder Kontakt aufnehmen, mal sagen, hey, hat der Bock da und da. Und aktiv auf Marken zugehen. Ja. Yeah. Ist besser als einfach, also ja, ist besser, je nachdem eben. Aber so kannst du ein bisschen selber wählen. Aber ob es dann kommt, ist dann die andere Frage. Aber so hast du vielleicht schon mal ein bisschen Kontakt. Ja, und vor allem ergibt sich dann meistens etwas authentisch, klingt immer so blöd, aber etwas organisch. Ja, so, ja. Oder? Also weißt, irgendwie, ich habe seit dem ersten Podcast habe ich so Bändchen an. Es sind halt immer die gleichen gesehen. Ja, weißt du? Wo ich das Bali Bay. Ah. Wo ich das bestellt habe. Ja. Und irgendwann über einen Kollegen, der so, Bali Bay, ich kenne da, la la la. Und dann habe ich den mal getroffen. So. Ja. Und dann haben wir es geschafft, dass es auch dann da mal ein Thema gesehen ist. Ja, so. Voll, ja, das ist so ziemlich. Weil eben, du
kannst du dann auch beweisen, sozusagen. Ja. Ich finde den Scheiß wirklich geil, ja, weil ich habe das schon immer angehabt, auch privat. So. Ja. Das macht viel mehr Sinn, als eben irgendwie, oh, irgendein geiles, ja. Weiß ich auch nicht. Bei Bahnen merkst du wirklich, die haben das noch nie probiert oder noch nie getrunken oder gegessen oder angehabt oder sonst irgendetwas. Aber naja. Okay, und soll jeder so machen, wie er will. Und das heisst, du hast ein bisschen Social Media mäßig. Genau, ja, zuwuchs. Also jetzt habe ich gar nichts mehr also wirklich kein Video mehr gemacht, nichts. Und du verlierst dann halt natürlich auch Follower und alle Zahlen gehen zurück. Und du merkst es auch am Ticketverkauf, dass es zurückgeht. Aber das Problem ist einfach, ich habe null Bock mehr gehabt, um irgendetwas aufzuladen. Ja. Yeah. Zum Content machen, gratis, und jetzt habe ich wieder ein bisschen Energie getankt und jetzt mache ich, glaube nächste Woche fange ich dann an mit dem neuen Projekt. Es ist ja auch ein zweischneidiges Schwert, das denke ich immer bei Comedy. Ich meine, bei dir ist gut gesehen, du hast effektiv Crowdwork Videos aufgeladen, genau. Hauptsächlich. Ja. Das heisst, das sind ja einzigartige Momente, wo so eh nicht mehr wieder kommen, oder? Ja. Ich habe es dann zum Teil schwierig gefunden, wenn ich gesehen habe, keine Ahnung, schon 20 Posts rausgehauen mit Material, wo noch nicht mal wirklich sonst verwertet worden ist. Ja. Wenn jetzt jemand das alles gesehen hat, dann gibt es einerseits nichts Neues mehr zum Sehen beim Solo und andererseits du hast es ja eigentlich eben schon verschenkt. Ja, dort denke ich mittlerweile ein bisschen anders, weil die Leute haben eine extrem kurze Aufmerksamkeitsspanne. Das Hirn von den Leuten momentan ist auf 10 Sekunden begrenzt. Und dann ist es wieder vergessen. Yeah. Also es sind auch Videos. Ich weiss gar nicht von diesen einminütigen Videos. Würde mich mal wundern, wie viel das denn zu der Punchline geschafft haben. Weißt du, was ich meine? So das könntest du sicher auch nachschauen, oder? Nein, da glaub nicht. Ich glaube, da kannst du auf YouTube gehen, da glaube ich noch ein bisschen besser. Ja. Yeah. Aber dass du auf so viel auflatschst, vergessen die Leute, was da vorher war. Ja. Yeah. So, sie erinnern sich gar nicht mehr an, außer das ist so ein riesen Beat, wo halt so da Signature Bit quasi ist. Ja, ja, ja. Den ist etwas anders. So zum Beispiel bei mir da der Mond Bit, den ich hatte, wo ich nicht lange gespielt habe, aber das war dann so im Kopf von den Leuten. Ja. Yeah. Und da habe ich dann auch online gehabt und dann habe ich es halt aus dem Programm rausgenommen, weil es halt alle schon gesehen haben online. Yeah. Und es ist so im Kopf drin geblieben, dass es halt, wenn ich es im Solo gespielt habe, dass die Leute halt so gesagt haben, ja, ist geil gewesen, aber das habe ich eh schon gekannt. So. Mhm. Aber mittlerweile denke ich mir so, wenn du etwas hast, dann lass es auf, weil umso mehr du auflatschst, umso mehr vergessen die Leute auch wieder, was da war. Yeah. Dann kommen sie zum Solo und dann sagen sie, ah ja, genau, das ist geil. Das habe ich auch schon mal. Ich glaube, es ist schon so, zum Beispiel ich habe auch Sachen, die ich schon online hatte, im Solo, wo ich jetzt draufgelassen habe, in dem Sinne. Aber die Leute live ist immer noch etwas anders und sagen so, hey. Ja, im Idealfall ist ja live dann auch anders wie im Video. Ja. Also im geilsten Fall hast du, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, wenn du jetzt ein geiles 3-Minuten-Bit hast, dann hast du online hast die ersten 30, 45 Sekunden mit 2-3 guten Lachen. Genau, ja. Und dann aber geht das Bit noch weiter. Ja, das ist eigentlich der Idealfall. Genau, ja, so musst du eigentlich machen, ja. Aber eben, mittlerweile, das ist auch so etwas, was mich ein bisschen genervt hat an dem ganzen Content-Ding. Es geht ja nur noch um den Algorithmus. Die Leute, Qualität, scheißegal. Du kannst jeden Dreck aufladen, so Flachwitz. Mhm. Wenn du einfach jeden Tag einen Flachwitz aus dem Internet rausholst. Und da ist bei mir halt dann so, klar hat man auch mal so ein bisschen Sachen abgeschaut, von vielleicht so Sketch oder sonst irgendetwas, aber ich denke mir immer so, ich gebe mir Mühe und schreibe selber Sachen und schreibe auch für Online oder Social Media selber Sachen und dann ist es mir und es ist einzigartig und es ist aus meiner eigenen Feder, aus meinem eigenen Kopf. Aber es gibt Leute, die machen einfach, die kommen Reichweite über, indem sie Flachwitz erzählen.
Witz vom Olli, kennst du den? Ja. Das ist ja so etwas, der ist ja nachher auf Tour gegangen. Ja, ja, das hat mich auch, das habe ich so faszinierend gefunden. Und das ist ja eigentlich nur lustig gewesen, weil der ganze... Ja, weil er selber fast verreckt ist von Lachen. Und dann ist aber da merkst du, es hat keinen Erfolg schlussendlich. Du kannst eine Tour machen und nachher bist du weg vom Fenster. Weil es alle schon gehört haben, weil es schon 100.000 Mal durchgecatcht worden ist. Mein Grossvater hat die Witze schon erzählt. Dann ist es zu meinem Vater rüber und jetzt erzählt es halt nochmal eine dritte Generation. Ja, und das ist halt etwas, was in diesem Format dann funktioniert. Er hockt im Auto. Ja. Da erzählt einen Witz und verreckt fast vor Lachen. Ja. Und das ist die ersten 5 Mal, ist das mega geil. Ja. Es ist aber beim 50. ist schon das Problem, er selber findet es eben nicht mehr lustig, ja, weil er weiss, ah, das ist jetzt das, was funktioniert, das muss ich jetzt machen, ich muss jetzt auf jeden Tag einen fucking Witz aus meinem Auto erzählen. Ja, voll. Irgendwann hast du auch nicht mehr so gute Witz. Ja, das ist so. Ja. Irgendwann hast du ja auch mal, Google ist ja dann auch mal vorbei. Genau. Hat dann auch mal ein Limit. Und dann auf Tour, ich habe es leider nie gesehen, ich habe nur so einen Zusammenschnitt geschaut. Aber also, bist du erstaunt gesehen, was für Hallen dann gefüllt worden sind mit dem? Ja, fix. Aber das Problem ist ja dann dort, du musst ja dann auch bei jedem Witz musst dann auch wieder so lachen. Ja, voll, ja. Das heisst, du hast ja dann auch nicht viel Spielraum, sag jetzt mal in der Delivery. Ja, nein. Und das catcht sich ab. Aber ich habe schon lange meinen Frieden geschlossen mit... Ich verstand absolut, was du meinst. Und es ist auch mein Anspruch, dass ich sage, hey, das ist irgendwie etwas Eigenes und irgendwie habe ich mir da Gedanken gemacht dazu. Aber ich meine es schon zum Beispiel mit, wie hat der geheißen, der Account? Fuck Jerry, wo er nur so Memes aufgeladen hat und irgendwann sich herausgestellt hat, kein einziges Meme ist jemals selber kreiert worden. Ja. Sonst ist einfach das Klassiker-Ding von so ein bisschen unbekannteren, kleineren Seiten genommen. Und irgendwie eben schon mal im richtigen Algorithmus. Und einfach eben Content, auch wenn es nicht der eigene ist. Ja. Und dort hat sie dann sogar irgendwie eine gesetzliche Änderung gegeben. Ach so. Ja, mit irgendwie Zitatrecht und solchen Sachen. Wo dann aber alle anderen Leute gesagt haben, schön und gut, aber uns hilft es ja trotzdem nicht, weil Fuck Jerry ist jetzt mittlerweile irgendeine mega bekannte, erfolgreiche Agentur. Ja, die haben natürlich auch... Weiss nicht wie viele Angestellte, mit einem fetten Büro in New York City und also weißt du, es ist so, der Schneeball ist schon zu groß, du kannst das kannst du nicht mehr ändern. Ja, so. Und ich meine, in der Schweiz gibt es ja 2, 3. Ah, ja. wo mal der ein oder andere Content nicht selber kreiert haben. Ja, ich finde es nicht schlimm, wenn Leute fragen und sagen, hey, das ist ein geiles Video. Könnte ich das Video zum Beispiel letztens in Anfrage bekommen? Da hat irgendwie ein deutscher Fernsehsender hat ein Video posten in einem Rahmen von einem Social Media. Durch so eine Social Media Dokumentation, dann haben sie ein Video von mir genommen und dann bin ich schön angeschrieben worden, hey, darf man dieses Video verwenden für, ich glaube, ist auf Pro7 oder so ist ausgestrahlt worden. Irgendwo, ich glaube, Pro7 ein grösserer Sender. Und dann geschrieben, ja, darf man dieses Video verwenden, wir würden dir natürlich auch Credits geben und so. Und dann sage ich, ja, easy, oder? Weißt du, also, aber Leute, die dann gar nicht fragen und einfach. Einfach dreist, klaut, ganz ehrlich, einfach klaut. So, du gehst auch nicht im Mikro und nimmst einfach Zeug und zahlst nicht, weißt du, was ich meine? Yeah, yeah. So, du kannst dir genau das so vorstellen, dass wir sind ein Mikro oder ein Coop oder weiss auch nicht was und in den Regal sind alle unsere Witze. So. Yeah. Du willst ja auch, dass für da gezahlt wird. Wenn jemand einen Witz nimmt, dann soll er an die Kasse gehen und für da zahlen. Und dann kann er es irgendwo aufladen oder fragt wenigstens so, hey, darf ich die 20 Sekunden benutzen? Wenn ich mehr Reichweite habe, wenn ein Account kommt, der 1 Million Follower hat und er postet ein Video von mir und tut mich markieren und schön. Yeah. Und du siehst, dass es von mir ist, sondern nicht einfach geklaut, dann sage ich ja, du hast gefragt, du hast mehr Follower, du kannst mir vielleicht noch ein bisschen Reichweite geben. Wer weiß, weißt du, so, dann sage ich, okay, aber einfach dreist klauen, das ist, und einfach unkreativ, das ist etwas, das regt mich so auf. Da werde ich so hässig, weil die Leute wissen gar nicht so, wie viel das es braucht, um ein Bit schreiben, spielen, ausarbeiten und so machen, dass die Leute am Schluss ihren Fun haben und für 1 Minute können lachen, aber du hast irgendwie vorher fast
zwei Monate daran gearbeitet oder so. Mhm. Oder manchmal sogar noch länger. Und dann gibt es einfach so unkreative, sorry, dass ich es muss sagen, Arschlöcher, die einfach alles klauen. Und so noch Erfolg haben. Mhm. Und die nicht einmal Credits geben für nichts. Und da finde ich, das ist etwas, das ist, ich weiß nicht, ob ich bin da ein bisschen zu, ich bin auch an dem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ey, entweder mache ich tue einfach meine alten Videos einfach nochmal aufladen. Mache jetzt auch viel. Wirklich? Ist einfach scheißegal, weil der Algorithmus, es ist egal. Du kannst einfach in den Instagram reinschießen oder den TikTok und hauptsächlich es wird durchgespült. Weißt du, was ich meine? Ja. Die Leute haben eh eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, die würden dann nicht einmal merken, wenn ich nach 3 Tagen ein Video wieder aufladen würde. Weißt du? Wir sind wirklich an dem Punkt angelangt. Oder ich sage mir, mach mal einen Monat. Jeden Tag das Gleiche. Ich schwöre. Es geht auch schon gegeben, wo Leute wirklich 3-mal das gleiche Video aufgeladen haben und das 3. Mal geht es dann viral. Und ich denke mir so, ja, vielleicht. Aber dann musst du die ersten 2 löschen, oder? Nein, die haben es draufgelassen. Ah, wirklich? Ja. Gerade letztens mit dem Tim Tanner darüber geredet, glaube ich, ja, wo er gesagt hat, 3-mal aufgeladen und das 3. Mal ist dann viral gegangen. Das gleiche Video, genau alles genau gleich. Und da denke ich, wir sind an einem Punkt, wo ich wirklich ein bisschen Angst um die Menschheit habe, weil es Kreativität geht komplett verloren. Jeder klaut von irgendjemandem und am Schluss, den Leuten ist es ja scheißegal, aber ich denke mir immer so, ich will gar nicht der Typ sein, wo den Leuten so Müll anwirft. Ich fühle mich dann schlecht, weil die Leute schauen das an, lachen, haben eine gute Zeit oder zahlen dann, im besten Fall kommen jetzt zu meinem Solo, weil sie irgendetwas gesehen haben. Mhm. Und dann kann ich sagen, hey, ich habe das nicht geklaut, weißt du, was ich meine? Ich habe ein reines Gewissen. Ich habe wie ein schlechtes Gewissen, wenn ich alles klauen würde und die Leute würden mich abfeiern. Ich würde mir vorkommen wie der grösste Verbrecher. Ich würde mir so denken, Alter, aber ich, glaub, ich bin ja voll der Fake. Ich bin einfach ein aufgeblasener Dieb. Aber das ist ja, ich glaube, der Hauptunterschied zu den Menschen, die es machen. Weil ich habe das auch immer gedacht, wie du. Immer. Ich habe so gesagt, ich könnte gar nicht. Ja. Weißt du, du fühlst dich irgendwie so, schon nur der Gedanke dran, zieht sich irgendwie alles zusammen. Ja, und du sagst so, nein, ich will das selber und ich will eben auch stolz sein drauf. Ja. Weißt du, sogar mit geschriebenem Content, also irgendwie, weißt du, irgendwie mal ist ein Autor zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe 2 Nummern. Ja. Ich habe das Gefühl, die wären etwas für dich. Ja. Weißt du, so. Und ich so, ah, okay. Ja, schickst mal. Ja. Und dann lese ich es und es ist wirklich noch gut. Ja, weißt? Ja. Und dann habe ich gesagt, das ist wirklich schlecht zu wissen. Nein, ich sage, so. Kann nicht. Ich habe keinen Bock, den fremden Content auf der Bühne voll. Zu spielen. So, oder? Das heisst, ich habe immer schon so gedacht. Und dann aber, wenn ich dann Leute gesehen habe, die das machen, habe ich gemerkt, ja, die machen sich die Gedanken nicht. Ja. Also das ist wirklich, keine Ahnung, ja, genetisch anders pur, keine Ahnung. Vielleicht einfach zu ehrlich. Ja. Ohne Spass. Ich bin viel zu ehrlich für Showbusiness. Ich schwöre, wirklich. Weil es gibt so viele Lügner, es gibt so viele Betrüger, was ich jetzt auch viel gesehen, es gibt so fake Menschen und ich schwöre, ich bin wirklich einfach zu ehrlich. Wenn mir etwas nicht passt, dann sage ich das erstens und riskiere halt, dass ich vielleicht nicht gebucht wird oder sonst irgendetwas, aber mir ist scheißegal. Hauptsächlich, ich kann für mich sagen, hey, ich bin nicht so ein Fake-Mensch, weißt du, was ich meine? Ja, und das, ist, so. Und das ist ja auch wieder der Vorteil an der heutigen Zeit, dass man viel mehr ein eigenes Ding kann machen, ja. Oder? Also schon nur, wenn ich jetzt daran denke, zu Zeiten, wo ich angefangen habe, also weißt du, so jetzt noch vor Stand-up, oft schon nur so Live-Shows machen und so, da hat es knapp YouTube gegeben. Ja. Das heisst, eben zum überhaupt, dass irgendjemand das sieht, hast du wirklich müssen die ganze fucking Stadt zuplakatieren. Ja. Und irgendwie Facebook hat es knapp gegeben, das heisst, du hast irgendwie noch probiert, dort irgendwie aufmerksam, aber es ist, ich weiß nicht mal, ob es schon
öffentliche Profile gegeben hat. Also Pages oder so. Das heisst, du bist wirklich sehr begrenzt und musst einfach schauen, ah, hoffentlich kommen Leute aus meinem Umfeld und hoffentlich erzählen es dir weiter. So, genau, du bist mega auf Fernsehen und alles. Und genau, es ist mega, wichtig gesehen, dass du im fucking Lokalfernsehen 5 Minuten kriegst und dass irgendwie Zeitung noch einen Artikel macht und so. Du bist viel abhängiger gesehen von anderen Instanzen sozusagen. Ja. Dafür muss ich aber auch sagen, zum Beispiel, es hat wirklich Stars geschaffen auch. Ja, klar. So, du bist dann der gewesen, der das gemacht hat. Und du bist für lange Zeit der Einzige gewesen. Genau. Und die Leute haben gemerkt, ah, da ist das auch heutzutage. Du siehst irgendeinen Typ, wo du denkst, der hat irgendwie 500.000 oder 1 Million Follower auf TikTok. Ja. Yeah. Aber den kannst du nicht auf die Menschheit lassen. Ja, ja, ja. Weil die Leute, also die verschrecken, wenn sie den live sehen oder die live sehen. Wo du denkst, so, okay, im Internet ist da eigentlich ein Star. Ja. Aber wenn der auf eine Bühne kommt, das ist etwas, da wird, die Leute würden wegrennen. Das habe ich jetzt wieder gehabt. Normalerweise ist das immer mit der Musik. Dort hörst du das Huren oft, dass irgendwie, hast irgendwie eben nicht einmal wirklich eine Band. Und dann hast du irgendwie so ein paar Leute, wo irgendwie so eine 15-Sekunden-Melodie irgendwie so. So, und irgendwie haben sie das dann in einem Reel und irgendwie geht das viral und danach hat heisst, oh, aus dem musst du jetzt einen Song machen. Und danach wird es einfach 2,5 Minuten lang. Und dann heisst es irgendwann, okay, und jetzt live, raus, oder? Voll. Und danach hörst du immer das Gleiche, von wegen, es verhebt von vorne bis hinten nicht, bis dann irgendwann das Düdel-Düdel kommt und alle schnell ausrasten. Aber ich hatte das jetzt mit einem, wo auf YouTube zumindest, das sicher auch noch sonst Reels und so, der macht großartige Content. Ja. Wirklich, es ist alles fucking hilarious. Ja. Ich liebe den Typ so. Ja. Und dann natürlich irgendwann heisst es, ah, und ich habe im fucking, wie heisst es? Irgendeins in London, weißt du noch, fette Bühne, so eine 1500 oder vielleicht sogar 2500. Ja. Weiß nicht, wie es heißt. Richtig, richtig fettes Theater. Ja. Ich habe dort mein Special aufgenommen, mein Stand-Up-Special. Ja. Und da ist der Link. Und es ist so pay what you want und was weiß ich. Und ich habe gefunden, ich zahle nicht den empfohlenen Preis, aber ich zahle ein bisschen etwas. So. Ja. Habe ich ein bisschen etwas gezahlt. Ja. Und dann habe ich 5 Minuten geschaut. Und dann habe ich mal so zu 15 Minuten gespult. Ja. Und so 30 gespult. Und es ist wirklich, es ist dreadful. Es ist schrecklich. Okay. Es ist so unglaublich schlecht. Ja, aber das ist dann wieder gut, weil die Bühne ist ja so der Endgegner. Ja, klar. Die Bühne wollen ja alle gehen. Ja. Und was wir gemacht haben, wir sind ja zuerst auf Bühne. Ja. Und haben nachher durch das für Online-Content entwickelt. Genau. Und es gibt ja mittlerweile viele, die einfach nur Online-Sachen machen. Zum Beispiel der Fabi Rommel. Kennst du, oder? Kennst du nicht Fabi Rommel? Kennst du nicht? Nein. Der ist, glaube ich, Stuttgart oder so. Und der hat mit Stand-Up angefangen. Ja. Ist dann mit so Sketch-Videos extrem viral gegangen. Also wirklich, er ist ein guter Stand-Upper gewesen. Mhm. Und mit diesen Sketch-Videos komplett durch die Decke. Also der hat jetzt, glaube ich, 350.000 Follower oder so. Fast eine Million auf YouTube oder irgendwie so. Wirklich komplett viral. Und macht aber jetzt auf der Bühne, zeigt er Stand-Up. Ja. Yeah. Und das ist geil, weil er ist ein guter Stand-Upper. Die Leute feiern sein Stand-Up, obwohl es von den Videos herkommt. Mhm. Also sie sagen, okay, wir finden das geil. Auch wenn es nicht immer Sketch-Comedy ist, auf der Bühne hat er ein Mikrofon, einen Stuhl und fertig. Yeah. Und die Leute feiern es. Und im Sinne, du hast komplett ausverkauft. Yeah. Videos gehen weiterhin komplett viral. Und so ist eben geil. Ja, aber wenn du hast sehr, sehr wenig Leute, die von online kommen und das Talent auch haben, zum allein schreiben, allein ein Programm machen und dann auf Tour gehen und dann merkst du, es ist einfach komplett Katastrophe. Es ist geschrieben von anderen erstens, da merkst du eh. So, es gibt ja viele, wo eben die ganzen grossen Firmen wollen ja einfach nur noch Reichweite heutzutage. Mhm. Und ich sage, ich würde gar nicht alles so kritisieren, es ist auch eine mega
dankbare Zeit. So, ich hätte nie im Leben im Schnitt 100 Leute oder 120 Leute angebracht in Deutschland, wenn es Social Media nicht gegeben hätte. Ja, ja. Aber ich finde es halt immer noch ein bisschen der falsche Weg, wenn du nur Reichweite willst und aus dem Online-Ding kommst und dann sagt dir irgendeine grosse Firma, bietet dir irgendwie einen Deal an und sagt, hey, du musst auf Tour, weil dann kannst du noch mehr Cash machen. Du fühlst sicher Tausiger Seelen und so. Und mit Tausiger bist du ja brutal dabei in Deutschland. Da gibt ja dann richtig Cash und da lohnt sich dann für alle. Und dann gehen sie auf Tour, lassen sich ein Programm schreiben von 3 Autoren oder 2 Autoren und du merkst, es ist eine absolute Katastrophe. Ja, und so. Aber das Geile ist ja dort, dass es zum Teil, also es muss ja auf der Live-Event sein. Es ist ja dann, es hat ja dann zum Teil gar nicht mehr mit Comedy zu tun. Ja. Sondern es ist ja dann einfach, eben gerade in Deutschland sehe ich das so oft, wo oft irgendwie TV-Personality XY, wo dann eben halt die Produktionsfirma einfach ans Fernsehen gebracht hat, damit man es mal ein bisschen sieht, oder? Kommt dann mit einer Tour. Ich meine, ich finde, der Shopping Queen Dude, der Guido Maria Kretschmer, den finde ich wirklich hilarious. Ich auch, der ist eine Legende. Und irgendwann sehe ich, der geht auf eine Live-Tour. Ja, und dann denke ich so, was macht er dort? Ja. Ich finde den geil in dieser dummen Sendung. Ja, ja, Shopping so Queen, beste, genau, seine Kommentare. Wenn er so abgesetzte Kommentare schmeißt. Und ich würde wahrscheinlich trotzdem die fucking Show schauen, einfach wegen dem Effekt von, ich will den mal sehen. Aber was macht denn der das? Eben, was macht er denn? Ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß es nicht. Das ist noch spannend. Und das Gleiche halt eben mit so Nischenprodukten, irgendwie der eine, die, NFL, weißt du, so Run-NFL, oder? Ah, ja. Und der eine Experte dort, der Coach Esume, der ist auf eine Live-Tour gegangen. Ja. Und es ist dann so ein halbes Meet and Greet Vortrag, ein bisschen über NFL. Also weißt du, irgendetwas. Ja, aber du hast halt irgendeine Bude dahinter, die sagt, deine Fresse, die können wir jetzt zu den Leuten bringen. Ja, voll. Und ja, dann sind es so 1000, 1500 Räume. Ja. Und das läuft. Aber das ist in der Schweiz ist das so nicht vorstellbar. Nein, das funktioniert also noch nicht. Nein, weil in der Schweiz hast du ja auch nicht den Effekt von, es gibt selten Menschen, die nebeneinander gehen, weil sie jemanden einfach mal sehen. Ja, das stimmt. Es ist Schweiz klein. Ja, ja. Wenn das ganze C- und D-Promi-Zeugs, wo einfach in irgendeinem abgehalfterten Club, irgendeine Grossraumbimse, auf dem Weekend noch 3 Leute vom Dschungelcamp reingekarrt werden. Ja, voll, ja. Die kriegen ein paar 1000 Euro, damit sie dort auftauchen. Ja. Du führst die Bude voll, weil alle wollen irgendwie ein Foto mit denen machen. Ja, ja. Das gibt es bei uns wie nicht. Ja. Gut, es gibt da der Tom Giesler und Mona Fitsch sind ja auf Tour. Ja. Und die haben ja, da finde ich zum Beispiel geil. Ja. So, da macht ja auch Sinn. Du hast eine riesen TV-Persönlichkeit. Mona Fetsch ist ja die Moderatorin im SRF für ein paar Jahre. Und hat ja, das ist, das ist die berühmteste Moderatorin von der Schweiz, würde ich jetzt mal sagen. Und dann ist Tom Giesler auch SRF, lang Moderator. Und die hat jetzt ein Programm gemacht, das ist im mittleren Alter, wo natürlich auch wo ausgedacht worden ist. Ich weiß nicht, ob sie selber geschrieben, aber natürlich haben sicher auch ihre Storys reingebracht. Und da läuft, glaube ich, relativ gut. Ja. Yeah. Und dort finde ich, okay, dass du hast ein Konzept, du hast 2 Leute, die du kennst. Ja. Du hast irgendetwas erstellt, du hast ein Programm. Mhm. Aber wenn du einfach irgendwie halt eine Persönlichkeit bist und du eigentlich die Persönlichkeit nur da hast, du hast nur die Persönlichkeit, du hast gar kein Programm, du hast nur so quasi, hast so ein bisschen eben so NFL-Geschichte oder so, was willst du denn dort gross, also weißt du, was willst du dort sagen? Oder was willst du dort 2 Stunden Leuten das ist, erzählen? Ja, eben. So, ja, ich war Trainer gewesen. Also es gibt noch einen, der Beneke. Ah ja gut, Defi, der ist auch und krass. Das ist zum Beispiel sehr geil. Ja, das ist brutal. Das ist sehr geil. Der hat ja irgendwie mittlerweile, bei ihm sind es wirklich wie so Vortrag. Voll. Und der hat mittlerweile, keine Ahnung, 15 verschiedene Vorträge zu spezifischen Themen. Und es ist super spannend, weil es so eine harte Nische ist. Genau. Wo einfach so forensische Forschung, Untersuchung, Kriminalfälle. Aber der macht auch schon lange. Macht das seit Jahren schon. Genau. Und der hat er nicht gemacht, weil irgendjemand gesagt hat, hey, du bist gerade voll viral am Go. Richtig. Und du hast gerade mega die Reichweite und wir müssen jetzt mit dir etwas machen. Sondern er hat das selber gemacht, hat die Nische gefunden. Ja. Yeah.
und baut seit Jahren das Publikum auf. Aber das Problem ist... Und er ist ja durch Medical Detective auch in dem Sinn bekannt worden. Dort hat er immer seine Analyse gegeben und... Blutspritzer sind unterschiedlich je nach Geschwindigkeit. Ja, ja. Der ist brutal, der ist eine Legende. Ich liebe den Typ, aber ich habe ihm auch probiert zu folgen, aber er lädt immer auch so Käfer und so Schlangen und so Zeug auf. Und ich auf einmal verschräg so im Feed. Alter Mann, was ist jetzt das? Ich kann ihm nicht folgen, weil auf einmal poppt irgendwie so etwas ganz Grusiges auf. Ja, kotzt schon fast. Wo komplett nicht in meinem Feed ist. So, Alter, oh ja, da bin ich wieder etwas posten. Aber das Problem ist dann eben für das Publikum, die Unterscheidung zu machen, oder? Ja, weißt, wir können jetzt über das reden und sagen, ah ja, bei Benecke macht es Sinn, bei dem macht es weniger Sinn, da. Ja. Aber schlussendlich, ich verstand es auch, geht es eben auch nur um, ich will die Person sehen. Das ist schon so. Wir sind jetzt halt, wir kennen es halt, wir wissen, wie das tickt, aber ich meine, viel... findet einfach auch die Person geil und gehen einfach dort hin, oder? Mhm. Und haben nicht einen grossen Anspruch, sagen wir mal so. Sondern sie müssen einfach vielleicht jemanden sehen. Mhm. Ja, eben am besten noch Foto machen. Ja, voll. Dann hast du es eigentlich gemacht, oder? So, das nervt ein bisschen, dass man halt so wirklich einfach Leute nimmt, die gerade momentan... Also es macht ja auch Sinn. Schlussendlich müssen ja alle auch Geld machen, aber ich denke mir so, es ist einfach nicht langfristig. Ich denke nicht, dass das langfristig ist. Ja. Yeah. Es ist... eine Tour und dann bist du wieder weg vom Fenster. Und da tut mir dann auch ein bisschen leid für die Leute, weil es setzt sich kaum einer durch. Es setzt sich nicht viel, es setzt sich durch. Darum sage ich ja, das ist ein bisschen das Problem, du musst das alles selber wissen und checken. Oder? Das heisst, du musst wie vorher schon den Plan haben, zu wissen, hey, ich mache es lieber steady, ich fange lieber entspannt an und ich haue nicht irgendwie nach einem halben Jahr ein Special online, wo nicht funktioniert. Mhm. Also das sind ja alles so, das musst du alles wie selber checken. Ja. Weil eben Leute drumherum werden sagen, geil, logisch. Schau mal an, wie groß die Räume sind. Ja, voll. Hä? Ja, du denkst so, ja, scheiße, der fühlt jetzt gerade so 1000 an, weißt du? Du fühlst dich immer so ein bisschen schlecht und denkst so, ja, der hat eigentlich nur alles von zuhause aus gemacht, so online. Und ich racke mir da jeden Tag täglich, gehe ich auf Tour, bin irgendwie 6 Stunden in der Bahn und mache, bin von Ort zu Ort und unterhalte die Leute und der hockt einfach zuhause und macht sein Content und fühlt jetzt 1000 an, aber und ich gönn's auch, so den Leuten. Ich finde es okay, aber schlussendlich denke ich mir dann auch wieder, ja, ich glaube, ich werde es gleich länger machen als du schlussendlich. Weißt du, was ich meine? Ich habe noch ein bisschen Zeit. Und, ja, und so. vor allem was man dann oft vergisst, ist, man muss das ja auch wirklich, wirklich lieben. Ja. Weil eben das alles auch dazu gehört. Das heisst, absolut. Auch wenn wir jetzt heute so darüber geredet haben, ja, du bist viel dann irgendwie eben im Zug und solche Sachen. Ja. Wenn du das Leben nicht geil findest, dann musst du es gar nicht machen. Das ist so, ja. Also, und dann machst du lieber den Weg mit, hey, ich mache einfach eine Tour, wo ich die Ausgefülle, weil alles andere will ich gar nicht, aber dann muss ich halt auch damit leben, dass ich das noch auch nicht mehr machen kann. Ja. Aber wenn der, das habe ich schon immer gehabt, wenn ich irgendwie mit eigenem Geld das Zugticket gekauft für ein Gig, wo ich nicht gezahlt wird und mich dann in einer fucking Basenkammer umziehen, für das dann nachher kein Booking aus dem entsteht, weil das eigentlich mal so die Idee gesehen war. Ja, ja. Und ich trotzdem von A bis Z denke, das ist alles so fucking absurd, aber ich finde es geil. Das ist schon so, ja. Man, ich liebe es. Es ist schon, es ist wirklich so. Und wenn das nicht hast, dann kannst du alles andere auch. Aber es hat sich schon viel geändert, jetzt über Corona mit dem ganzen Social Media. Die Frage ist eben, wir sind erst gerade am Anfang von dem Ganzen, wo da noch angeht. So. Mit dem, das ist immer die Frage, gell? Ja. Aber ich muss sagen, ich muss auch ehrlich sein, ich werde in meiner zweiten Tour werde ich auch weniger spielen. Ja. Werde ich viel weniger Termine haben. Und ich schaue jetzt einmal, wie es online, wie weit das man kann kommen. So, ich werde jetzt demnächst auch wieder richtig viel Content posten, weil das gehört einfach dazu. Ich glaube nicht mehr an das
Leute erspielen, gibt es mittlerweile fast nicht mehr. Finde ich. Es muss ein Mix sein aus beidem, online und erspielen. Yeah. Aber das Erspielen wird immer weniger relevant. So von Ort zu Ort gehen und dir die Leute wirklich live abholen. Ja. Yeah. Finde ich. Weißt du, wie du dort denkst? Ich denke es zum Teil, aber ich merke schon, dass einfach der Fakt bei mir, aber auch bei anderen, der Fakt, dass man es halt schon irgendwie 10 Jahre, 12 Jahre, was auch immer macht und schon ein bisschen rumgekommen ist und einfach so ein bisschen sich einen Namen gemacht hat, sag ich jetzt mal in Anführungs- und Schlussstrich, dass das eine mega starke Währung ist. Ja, selber im Gegensatz zum anderen. Mit dem anderen eben kannst du vielleicht auch kurzfristige Tickets verkaufen. Aber ich habe es eben jetzt nicht so gesehen. Und dann auf der anderen Seite gibt es den Cenk, der nicht mal einen fucking Social Media Account hat. Ja. Weißt du? Ja, das Ding ist gute Zahlen hat. Ja, er hat gute Zahlen, aber er hat zum Beispiel auch gesagt, dass sein Publikum, also wenn jemand kommt, wo jünger ist, dann fragt ihn so der Veranstalter, du, heute sind ja Leute da gewesen, wo etwa 30 gewesen sind. Kennst du die? Und er so, nein. So, hast du die eingeladen? Nein. So, da würde ich dann irgendwie auch nicht haben. Nein, das ist so, ja natürlich gerne location-abhängig. Wo einfach, ja, mega. Wo halt einfach, es gibt nicht so viele Orte, jetzt zumindest in der Schweiz, gibt es nicht so viele Orte, wo die Schnittstelle vom jungen Publikum, wo das gerne will sehen und den Menschen, die auftreten, die das gerne für die spielen. Ja. Das habe ich gemerkt so vor 5-6 Jahren. Dort sind wir ja alle Bars und Clubs von der Schweiz abklappern, ja. Wo vorher keine Comedy stattgefunden hat, aber einfach mit dem Argument, das kleine Kulturtheater um die Ecke, dort sterben die Leute während der Show. Ja. Ja, eben, nicht, weil es so geil ist, sondern oft, weil sie 197 Jahre alt sind. Ja. Und die kommen einfach, egal was ist, aber das bringt ja niemandem etwas. Ja, fix. Und dann auf einmal, zum Beispiel, weißt du, so Südbar St. Gallen, ja. Sowas, und nachher die Kugel etc. Ja. Das sind dann so die Orte, wo du auf einmal die Schnittstelle gefunden hast. Und einmal habe ich mit dem Franken Support gemacht, habe ich nicht mehr gespielt. Und sie easy besucht gesehen, weißt du, was sie gesehen sind, 100 irgendetwas. Ja. Und auch viel Junge, ja. Und es hat so eine Gruppe gehabt, die sind wirklich von A bis Z sind die abgegangen. Die haben auf der hure geilen oben gehabt. Und dann hatte ich auch die Chefin von dem Ort, sag ich jetzt mal, ist nachher zu uns gekommen und hat gefunden, ob wir Leute gebucht haben, die extra laut lachen. Ja, eben. Fuck siehst, you! Sonst, ja, nein! Das ist ja auch so etwas. Drum sag ich, also der Cenk ist ja der ist ja sowieso das ist für mich das Sicht, der ist ein Riesengenie. Ja. Yeah. So. Aber beim Cenk ist so, er weiß auch, was er zieht in dem Sinn. Weißt du, was ich meine? So, er erwartet nicht 25-Jährige. Er weiß, vor was dass er spielt. Und ich sage jetzt, ja, okay, ich habe sein Publikum nie gesehen, aber er hat schon gesagt, dass sie im Schnitt ein bisschen älter sind. So ja, bei den Kabarettorten natürlich. Ja. Und da ist halt, aber er hat halt auch den USP, dass er, für ihn ist das ist eigentlich das Geilste, wenn du Mund-zu-Mund-Propaganda weiter empfohlen wirst. Und so quasi, er hat einfach den USP, dass er der Keimtipp ist von der Szene in dem Sinn. Das ist eben sein USP. Weil niemand hat Social Media. Das ist aber auch sehr schlau. So, er kann voll mit dem spielen. Aber es ist halt einfach so, dass die Leute dann halt einfach älter sind. Ja. Yeah. Das ist einfach so. Aber eben, wenn das würde bei mir nie funktionieren, weil bei mir sind wirklich, also in meinem Solo, wenn Leute, ich würde sagen, über 40 sind, dann ist es schon alt. Und hier eher relativ junge Leute in meinem Solo. Yeah. Ich sage jetzt, es fängt ab 25 an bis 35. Ja. Yeah. Und maximal Ende 40. So. Und dann hast du vereinzelt vielleicht auch ein bisschen ältere.
drin. Aber ich kann dann genau so spielen, wie ich will. Mhm. So, ich muss mich niemandem anpassen. So, ich spiele nicht irgendwie, keine Ahnung, so viele Gigs, wo so viele ältere Leute kommen und yeah, ich komme yeah, dann yeah. zu meinem Solo und dann fühle ich mich unwohl, weil ich, mein Humor ist ja eher ist ja Storytelling und vielleicht halt auch mal Sachen, die man nicht so gehört hat, wo nicht, vielleicht nicht jedes Klischee bedient oder irgendwie so yeah, etwas. Yeah. Und du musst im Publikum schon auch bewusst, du kannst nicht sagen, hey, wieso kommen bei mir nicht Jüngere? Mhm. Also, du musst dir bewusst sein, was du anziehst in dem Sinn. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ich habe das Gefühl, in der Schweiz ist viel noch so, viel spielen einfach vor ihren Leuten oder viel spielen vor Leuten, die gar nicht zu ihnen passen. Manchmal habe ich das Gefühl. So, sie haben jetzt etwas gefunden, ältere Leute stehen auf da und dann bist du dann wie fast gefangen. Ja, yeah, ich weiß, was ich meine. Weil die Leute kaufen dann Tickets, yeah, yeah. Dann hast du dafür weniger junge Leute, aber du denkst, ja, okay, ich würde ja, dass Tickets verkauft werden, dann spiele ich jetzt das, wenn jetzt die älteren Leute wollen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also, ich verstand das, weil schlussendlich bei Gigs, wo ich nicht solo spiele, ja, mache ich das natürlich. Dort ja, sehe ich mich zu 100% als Dienstleister. Ich bin gebucht worden, genau, zum Unterhalten. Und dann schaue ich, was das für Leute sind und dann stelle ich meine Setliste genau, zusammen. Genau, du passest dich an, genau, in dem Sinn, ja voll. Sprich, ich passe mich an, ich habe zum Glück so viel Material, dass ich einfach so mittlerweile weiss, bei von, dir mein, geht da, von ja, meinem Material, ich werde irgendwie, ja, 20, 25 Minuten werde ich jetzt da gut ankriegen, dass es für die auch spaßig wird. Voll, so, ja. Beim Solo habe ich aber immer die klare Linie gezogen. Genau, ja. Und ich gesagt habe, wenn Menschen, wie wenn du einen Film schaust im Kino. Ja. Wenn Menschen das können schauen und Geld für das gezahlt haben, dann kriegen sie aber genau das, was ich mir vorgestellt genau habe. Ja, der Film passt sich auch nicht an, ja, je nachdem, wer jetzt im Kino hockt. Ja, oder? Voll. Und ich sehe aber auch die Gefahr natürlich, weil es immer hier und her pendelt. Oder? Ja, ja. Mit einerseits das eigene Humorverständnis ändert sich. Ich meine, wo ich so Primetime-Show, noch bevor ich Stand-Up gemacht habe, sind eigentlich nur Studis gesehen. Also das ist wirklich, wenn jemand über 30 ist, sind sie mit mir verwandt gesehen. So, ja, wirklich. Ja. Das ist super, super junges Publikum gesehen. Ja. Und das wächst dann aber auch mit dir mit. Eben, ja, das ist schon so. Also weißt du, das kommt ja dann wieder. Ja, voll. Und die haben aber irgendwann haben sie auch Kinder und, ja, und sind jetzt auch so, oh, jetzt haben wir Häusle gebaut. Und also das passiert dann halt schon. Und dort habe ich dann zum Beispiel im Balz habe ich gemerkt, ah, ich bin jetzt zweiter Weg. Ah, okay. Ich bin jetzt zweiter Weg von euch. Ja. Ich meine, ich habe das 10 Jahre früher noch habe ich das gemacht. Ja. Und das ist gerade so die Schnittstelle so gesehen. Ja, voll. Junge, coole Leute, Hippie-Leute, ja, bla bla. Jetzt bin ich aber schon, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen boomerig, ja, euch ja, gegenüber. Ja, ja. Und das, es bringt mir dann nichts, dort ein Killer-Set zu machen, weil es nichts mit dem Rest zu tun hat. Ja, voll. So. Das ist auch so der Grund, dass ich halt schnell auf Deutschland gehen will. Ja. Weil ich gemerkt habe, dass mein Humor in der Schweiz, also klar, ich bin gerne in der Schweiz und spiele auch gerne in der Schweiz, aber ich habe auch gemerkt, dass ich mich zum Teil zu fest anpassen musste. So, ich habe immer geschaut, okay, wer ist im Publikum? Ja, da feiere ich zum Beispiel bei Matteo so krass. Mhm. Oder auch bei meinem Moritz. Wo Gigs haben, die geben den Fick drauf. Mhm. So, Matteo spielt genau da, so wie er ist. Und viel ältere Leute sind sich voll vor den Kopf geschossen, können nichts damit anfangen, obwohl es schlaue Sachen sind. Er sagt es halt in seinem Ton und in seiner Sprache und die Leute checken das nicht. Ältere Leute müssen noch ihre Schenkel klopfen haben. Yeah, yeah. Sehr einfache Sachen und überlegen nicht, wie ein Witz funktioniert oder was die Story dahinter ist. Und da führe ich zum Beispiel bei Matteo und ich habe auch gemerkt, so bei mir ist das auch so, in der Schweiz bin ich einfach, ich bin zu modern in dem Sinn. Und obwohl ich, und ich habe gemerkt, ich muss über Deutschland gehen, um wieder in der Schweiz so spielen, wie ich will. Weißt du, was ich meine? Ja, yeah, ja. Yeah. So in Deutschland kannst du von jüngeren Leuten, die verstehen Comedy, in Berlin, Hamburg, in München, yeah, in Köln, hast du nur Studenten. Mhm. Und du kannst einfach sagen, was du willst. Und Klischees
haben die Leute nicht mehr so gern. So, ich bin der dicke Tuch, der die ganze Zeit nur Pizza frisst, finden die Leute nicht mehr so lustig. Mhm. Und darum habe ich gemerkt, hey, ich muss schnell auf Deutschland, dass ich in der Schweiz mich so kann, also durchsetzen, dass ich auch mein Publikum habe in der Schweiz. Mhm. Weil wenn ich in der Schweiz, ich denke, in der Schweiz geblieben wäre, dann hätte ich wahrscheinlich mehr Galas, hätte mehr Anfragen für süße Sachen, aber ich hätte mich immer müssen anpassen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Also ich passe, zum Beispiel auch Rosa Humor Festival ist ein gutes Beispiel. Ja. Super aufgebaut, alles, Organisation, alles richtig geil. Ist brutal, wie man dort ist. Aber es ist einfach so, sie machen nichts für Junge. Yeah. Es sind immer die gleichen alten Leute dort. Und es, ist, und es sind immer die gleichen Künstler und Künstlerinnen. Und es wird nicht wirklich. Es, ja, klar, es ist natürlich auch schwer, als junger Künstler Leute in ein grosses Tschuckenzelt ziehen. 900 Leute fühlst du nicht einfach so, wenn du Fabulandert oder Matteo oder Joel oder so heisst. Yeah. Das sind 1000. Oder 1000, yeah. Ja. Yeah, yeah. 900.000 Leute. Und ich verstehe natürlich auch den finanziellen Aspekt, aber irgendwo musst du einmal ein Risiko eingehen und sagen, hey, da machen wir den Cut. Yeah. Es wird langsam so, dass es immer das Gleiche ist und man hat, man, das Publikum ändert sich nicht. Das ist aber, das ist ja ein bisschen ein Grundproblem, weißt, wo ich auch schon mit Theater darüber geredet habe, weißt, wenn irgendwie so ein richtig gutes Theater kommt und die haben ein fettes Stammpublikum und ja, es läuft eigentlich so ziemlich alles, was dort ja stattfindet. Oder? Dann können wir denen sagen, hey, wir wollen eine Mixed-Show machen. Ja. Wie war das? Eine Stand-Up-Mixed-Show. Weißt du, wir wollen ein bisschen jüngere Leute. Mhm. Und dann fährst du natürlich auch, jetzt, ich rede jetzt nur von der Schweiz, gell? Ja. Dann fährst du das auch durchrechnen. Und dann sagst du, das Problem ist, ein Ticket wird ja dann trotzdem 45 Stutz kosten. Dort fängt es ja schon an, ja. Also, das ist nicht realistisch. Ja, ja. Für die Leute, die dir holen wollen, das ist ja so, die werden das nicht zahlen. Ja, voll. Sondern es muss 20 kosten. Maximal 25. Ja. Aber wenn sie irgendeine Studie, Legi, whatever the fuck haben, ja, dann sollte es 20 sein, oder? Ja, voll. Und dann sagen die wieder, aber das wird schwierig für uns. Und dann ist es auch gut so. Mhm. Ich find, es muss so passieren, wie es jetzt ist. Und dort liegt es eigentlich in der Verantwortung von uns, von den Künstlern, von den Comedians, wo ich zum Beispiel finde, weißt du, die ewige Solo-Diskussion, wann macht man denn Solo? Ich bin mega happy gesehen, dass du früher gefunden hast, du machst ein Solo. Ja. Weil dann kannst du eben diesen Schritt machen. Dann kannst du in so einem Theater, wo sagt, wir hätten gerne junge Leute, und du bringst ja die jungen Leute. Das ist so, ja. Und da muss ich sagen, da bin ich mega stolz und ich würde mich bedanken für alle, die da sehen und mich irgendwo schon mal sind schauen. Ich bin mega, 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 und ich bin einer, ich kritisiere mich immer, ich habe immer etwas, was ich an mir finde und ich bin nie wirklich glücklich, aber ich bin mega, mega stolz auf mich, dass ich so viele junge Leute angebracht habe. Mhm. Ich hatte mega viele ausverkaufte Shows. Und wirklich mein Publikum können bedienen. Und das hat mir gezeigt, dass ich bis jetzt das, was ich gemacht habe, dass ich es einigermaßen richtig gemacht habe. Absolut. Ich habe noch sehr viel Verbesserungspotenzial und man ist sich auch immer daran am Entwickeln. Aber da muss ich sagen, da bin ich richtig stolz, als ich meine Leute in dem Sinn gesehen habe, das erste Mal kommen. Mhm. Weil ich auch ein bisschen Angst hatte, ja scheiße, Mann, was kommen da für Leute, weißt, wenn es wieder eben so zum Beispiel Kaufleute, hammergeile Show gsi, ausverkauft und Preise sind aber stattlich gsi. Also das ist glaube ich 39, 40 und dann mit Nadina hast du wollen 85 Franken. Mhm. Aber es sind wirklich nur junge Leute im Publikum kommen, yeah, die sich gesagt haben, wir wollen dich schauen gehen, weil man es einfach geil findet und wir zahlen jetzt den Preis. Und dann muss ich sagen, das ist richtig, bin richtig stolz gewesen. Ja, und eben das ist genau das, was ich meine. So sollte es dann auch sein, ja, oder? Aber du kannst das wie nicht beschleunigen von Veranstalterseite aus, sag jetzt das mal. Ist so, das ist so. Sondern darum, das ist in unserer Verantwortung, ja, oder? Absolut. Dass jetzt irgendwie auch die Leute, die du vorher gesagt hast, also, dass die sich etwas aufbauen, ja, dass es dann eben fast location unabhängig ist,
wo du gehst spielen. Ja. So. Und das ist das, was halt eben erst mit der Zeit passiert. Ja, absolut. Ich habe die ersten 4 Jahre eben, ich an einem Ort gespielt, wo ich gesagt habe, ich passe da nicht an. Und die Leute wollen das auch nicht sehen. Also, weißt du, das sind Cringe-Fest gesehen zum Teil, oder? Ja. Mit Leuten, die wirklich nicht verstanden haben, was das überhaupt soll. Ja, voll. Und dann merkst du, aha, das gleicht sich halt ein bisschen an. Okay, dann gehe ich jetzt halt nicht ins Kleintheater Luzern, sondern ich gehe ins Madeleine Luzern. Ja. Und dort hast du zwar potenziell nur ein Drittel von der Auslastung wie im Kleintheater. Ja. Und du verlangst auch noch den halben Preis, weil 40 Stutz in einer abgefuckten Bar nicht realistisch sind. Ja, voll. Aber okay, wir haben voll und die Leute haben Freude und es gleicht sich an. Ja, und später dann gehe ich dann gleich wieder in ein Theater und die verlangen halt, was sie auch immer verlangen. Was ich dann auch geil finde, ist, wenn es Abstufungen gibt. Also weißt du, zum Beispiel Bernhard Theater, kannst für 90 Stutz kannst du ein Ticket kaufen. Ja gut, Bernhard Theater ist finde ich sowieso, also erstens ist es super fair, brutale Location und ich glaube, das Problem ist einfach, dass du nur am Dienstag kannst, gell? Solo kannst du noch Dienstag spielen. Nicht spezifisch, aber sie haben halt auf Tour viele Eigenproduktionen, wo dann halt alles. Wo dann halt alles. Dort finde ich auch, das ist. Aber das ist cool. Tickets bei mir jetzt dort kosten von 19 bis 49. Ja, voll easy. Und da hast du wirklich Leute, die sagen, ich gönne mir eine gute 50er und dafür hocke ich auch dort und dort. Ja. Und andere sagen, ich will es einfach sehen. Ja, voll. Und 20 Stutz ist auch okay. Absolut. Also mit so Abstufungen arbeiten. Ich meine, die Österreicher machen das seit Jahrzehnten sensationell. Ja. Warum Kabarett in Österreich so riesig ist, weil sie alles Kultur ist super günstig für Studis, Lehrlinge etc. Ja. Ein Kollege von mir, der in Wien gewohnt hat, der ist fast jeden Abend da irgendetwas schauen, einfach weil er hat können. Er hat gesagt, jo, was soll ich sonst machen? Ich bin hauptsächlich allein hier, aber ich kann für irgendwie 5 Euro kann ich in die Oper. Ja, 5 Euro gehe ich schon mal in die Oper. Ja, das stimmt. Und das dann bist du schon ein bisschen hooked, weil du merkst, der Weg ist nicht mehr so weit, oder? Ja, manchmal. Die Brücke ist nicht so groß. Ja, voll. Und dann hast du Menschen wie zum Beispiel der Josef Hader, wo, ich weiß nicht, was der jetzt ist, aber der ist ein gutes Alter, sag ich jetzt mal. Der hat hure viele Junge. Der hat hure viele Junge bei sich in der Audience, weil er das Konzept weitergeführt hat und gesagt hat, auch wenn ich jetzt alleine immer spiele, mache ich super günstige Studietickets. Ja, das ist schon so. Der Preis, es kommt wirklich auf den Preis drauf an. Und es gibt viele, die da checken und eben den Anpassungen machen. Und ja, aber eben, du musst halt zuerst mal so eine Standing haben, um zu sagen, hey, ich will den Preis tiefer. Also das Problem, das ich hatte, ist, wenn ich den Preis tiefer hatte, ist wirklich oft gesehen, dass die Leute das Gefühl haben, das kann ja nicht sein. Aha, ja gut. Ja, dann in München hatte ich da, wo mir die Leute so gesagt haben. Und München war einer der krassesten Übungen von meinem Solo. Yeah. Das erste Mal war auch relativ schnell ausverkauft in Deutschland. Es war nicht so ein grosser Raum, aber ein richtig geiler Comedy-Raum, flache Decke, viereckiger Raum, perfekt hinten, Bar, alles richtig passt. Und dort war das erste Mal, wo ich wirklich zufrieden war mit dem Solo. Mhm. So. Ich habe es natürlich auf Tour entwickelt und dort war so der erste Abend, wo ich recht zufrieden war. Und viele haben so gesagt, ich hätte gar nicht gekannt, weil ich habe gefragt, so, wer hat mich schon gesehen. Und dann am Anfang haben relativ viele Klatschen da aufgegeben, die mich nicht gekannt haben. Und dann haben sie am Schluss vom Ding gesagt, das Ticket war aber recht günstig gewesen. Mhm. Und dann sind wir einfach mal schauen gekommen. Und das sind alles Junge, es war in einem jungen Barviertel gewesen. Und ich glaube, mit 22 Euro, was für Deutschland normal, also okay ist. Yeah. Aber für München. Für München ist es schon sehr günstig. Ist sehr günstig gewesen. Also dort hättest du wahrscheinlich noch mal 5 oder 6 Euro aufnehmen können. Aber die sind jetzt einfach mal schauen gekommen. Im Werksviertel, oder wo hast du es gesehen? Ja, wie hat der geheissen? Heppel und Etlich hat der Club geheissen. Und das war unten dran eine Bar, gewesen, wo du essen konntest. Und oben dran war ein richtig geiler Raum mit etwa 100 Leuten drin, 110. Dann ist aber die Pumpe voll. Und ich weiß nicht, wie der Viertel geheissen hat, aber es war ein relativ so ein alternatives, hippes Viertel gewesen.
Okay. Weiß okay. Jetzt, wie es genau heißt. Aber ist auf jeden Fall. Ist es im Werksviertel? Oder wo ist es? Könnte noch gewesen sein. Heilitzstraße. Weiß nicht, wo das da. Ja. In der Nähe vom Englischen Garten. Da kann gut sein, ja. Okay, Hippel, okay. Hippel und Etlich. Schwabing. Nein, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Aber das ist eben in der Schweiz ist das ein bisschen das Problem gewesen, dass dann halt einfach im Vergleich zu anderen. Ja. Mein Solo 10 Stutz günstiger war, ja. Und die Leute dann eben das Gefühl haben, das kann nicht sein. Ja, es ist gegangen an den Ort, eben, wo du gesehen bist, Bar, Club, whatever the fuck. Du musst schauen. Und ich habe so also gedacht, hey, ich bin ein geiles Sieg, ich mache extra günstige Tickets und so. Aber da kommen wir zu Obdachlosen. So, wieso habe ich mal so viel Obdachlosen? Fangst du so an, Obdachlosen-Comedy machen? Es ist mega oft, ist das das Feedback gewesen. So, krass, okay. Wir waren fast nicht gekommen, weil wir gedacht haben, kann das etwas sein? Okay, ja, für 20 Stutz. Da musst du natürlich auch noch aufpassen. Also ja. Weißt du, der Wert, oder? Der Wert wird dann irgendwie wirklich gerade einberechnet. Ja, ja, und das Schlimme ist ja, wenn du etwas willst sehen, ja. Dann ist dir der Preis ja schlussendlich völlig egal. Ja, es geht. Ich bin jetzt in Berlin, hätte jetzt auch die Chance gehabt, Wu-Tang Clan und Nas. Ja. Haben die der Wool Heide gespielt und Alter. Legende. Nas ja. Und Wu-Tang, aber das Ticket ist irgendwie. Ich glaube, über 100 Euro gewesen. Ja, aber das ist, weil du schon zu lange in Berlin wohnst. Und dann hast du gedacht, weil in der Schweiz, ich bin jetzt wieder ganz viel Comedy schauen, also ja. Weißt, internationale Comedy. Ja. Und dort ist ja dein Ticket manchmal 70, manchmal ja. Ist es 120. Ja. Und du hinterfragst es irgendwie gar nicht groß. Du sagst dann so, okay, ja. Ich kaufe jetzt oft 4 Tickets. Ja. Ja, gut, internationale Comedy ist schon nochmal etwas anderes, aber darum ja. Sag ich, wenn du es wirklich willst, sehen. Ja, voll. Und bei Konzert genau das Gleiche. Also weißt du, ich weiß nicht, was eine Billie Eilish kostet, aber es kann 60 sein, es könnte aber auch 150 sein. Ja. Wenn jetzt irgendein Göttikind von mir sagt, ich will unbedingt Billie Eilish schauen, ja. Dann sage ich nicht, ja, also wenn es 140 gewesen wäre, hätte ich es noch gezahlt, aber 150 finde ich jetzt schon ein bisschen viel. Da erinnert mich gerade an den Beat von Dave Chappelle, wo er so sagt, wo ihm sein Sohn sagt, ich würde gerne den Kevin Hart schauen. Nein, also, can I have $250? What? Für was brauchst du $250? Also, ich würde den Kevin Hart gerne schauen. Und er so, wow, und du brauchst das Ticket ist $250? Also, nein, eins ist 125, aber ich würde gerne mit dir gehen. Und er so, das Ticket ist 125. Damn, mein only 80. aber es ist ja am Schluss, eben. Es ist am Schluss ist es echt egal. Ja, das stimmt so. Ja, stimmt schon. Oh, ja, nur. Aber auf jeden Fall bin ich gespannt, wo da noch anführt. So die nächsten paar Jahre. In der Schweiz ist eben auch so, dass man muss auch sagen, man hat keine Stand-up-Comedy-Identifikationsfigur. Die Leute identifizieren sich, wenn sie Comedy hören, mit Divertimento. Oder mit schon Emil. Und jetzt kennen die Leute langsam den Charlie, den kenne ich. Immer wenn ich von Stand-up. Ja, der Charlie, der ist. Yeah. Der ist doch noch so ein bisschen jüngere Leute. So, der Charlie. Ja. Yeah. So. Und so nie also, ja. Ich probiere es, aber so nobody puts comedy on the map. Weißt du, was ich meine? So niemand. Doch, alle. So, ja, alle probieren es. Nein. Ich sehe es völlig anders. Joe? Ja. Yeah. Ah, krass. Ich finde zum Beispiel, bei den Jungen, sie sehen nur den Lobrecht. So, er hat Comedy auf ein neues Level gebracht für Junge. Ja. Yeah. So, und in der Schweiz sehe ich das nicht so. Für so niemand ich würde so. Würd aber beim Robert nicht sagen, für Junge spezifisch, sondern für Urbane. Das ist nochmal wieder ein Unterschied. Ja, urban, was aber auch wieder zurückführt, dass es Junge sind. Ja, ja, aber nicht grundsätzlich Junge, sondern er hat einen sehr spezifischen Bereich von eben hippen Leuten ja, geholt. Genau, dass ja. Comedy auf einmal cool ist. Genau. Und das ist vorher nicht gesehen.
Ja, in genau. Deutschland. Absolut. Oder? Auch jetzt noch nicht. Ja. Aber weil da braucht es wahrscheinlich noch 50 Lobrechts, um ja, ja. cool aber machen. Aber ich sehe es in der Schweiz sehe ich es eben ein bisschen anders. Na schon, jetzt bin ich gespannt. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Weil es in der Schweiz nicht so eine einzelne Figur gibt, ja. ist wirklich mehr so eine gemeinsames Szenenwachsen. Das ist das, was ich merke. Also einfach so, wenn ich jetzt daran denke, der erste Auftritt, den ich jemals gemacht habe, Stand-up, und was jetzt an Events gibt, ja. Was für Leute dort kommen. Es ist eben bei Solo, kann man manchmal darüber streiten, wo du sagst, jo, ja, wenn du eben nicht jemanden über 50 willst, dann gehst du nicht ins Kulturkammerli in Lupfig Sibeldür oder was auch immer. Weißt? Ja. Dann gehst du nicht dort hin. Ja. Aber ich meine, also wir haben jetzt oben eine Show, die ja. auf einem fucking Dach von einem Club ist, ja. wo auch niemand über 40 wird sein. Und dass so eine Show überhaupt möglich ist, war vor, keine Ahnung, eben 7, 8 Jahren nicht denkbar gewesen. Ja, im Gesamten schon, ja. Eben, darum sage ich, im Gesamten wächst jetzt ja. das eben. Es ist nicht one Stimmt. face, okay, sondern ja. es sind viele Faces. Ja, aber one face kann dann zum Beispiel, wenn du jemanden hast, wo die Leute sich anfangen zu interessieren für ein Thema, yeah. dann schauen es natürlich auch andere an. Yeah. So ein grosses Gesicht bringt Leute dazu, sich für ein Thema zu interessieren, gehen Comedy schauen und denken, hey, Comedy, Stand-up-Comedy ist geil. Aber das ist ja, das ist genau das, was ich meine. Bei uns ist es einfach aufgeteilt auf ja. etwa 20 Faces. Weil ja. du wirst genauso Messages kriegen wie ich, wie der Charlie, wie auch der Büssi. Der Büssi holt auch junge Leute, ja? Ja, fix. Wo sagen, hey, wegen dir habe ich irgendwie entdeckt, dass ja. es eine Schweizer Comedy-Szene gibt. Und dann bin ich nachher den Kiko schauen. Aha, ja. Und dann bin ich den Cenko schauen. Ah, ja. So. Also das ist eigentlich. Ich ja. merke einfach, ja, gut, stimmt, es ja. ist einfach statt Etwas. Eine Person, die der Top of the Pyramid ist, wo es alles abtrickelt, ja. ist es eben gefühlt 15, 20 Leute, die auch, weil die Schweiz so klein ist. Ja, aber es entwickelt sich sehr langsam. Die Schweiz, ja, unterschätze es nicht. Ja, mal, ich finde schon, wenn man so die Qualität anschaut. Ja, aber wenn hast du angefangen? 2018. Also. Bin ich das erste Mal auf der Bühne gestanden. Also, und ich 2012. Ja. Und glaub's mir, was in diesen 6 Jahren ja. passiert ja, da schon. Ist. Ja, an Events und so. Und was aber seit auch 2018, Covid ist halt so ein bisschen so eine komische Wolke dazwischen. Ja. Aber das stimmt, da muss ich dir recht geben, okay. Alter, es gibt Locations, wo jetzt Comedy veranstalten, wo es nie denkbar gesehen war. Das stimmt. Sogar noch im 18. Es gibt renommierte Theaterhäuser, ja. wo einfach jede und jede, wo Stand-up macht mit dem Solo, buchen. Ja. Es ist different world. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber Szene an sich, muss man schauen, wer denn jetzt rum ist. Sind immer noch die gleichen. Ja. So, ja, logisch. Weil es ist nicht wirklich jemand, wo man sagen kann, der hat sich jetzt voll rauskristallisiert und rasiert komplett alles. Nein, weil die Schweiz zu klein ist für das. Weil eben, du hast die Repetition. Mit dem ist es, oder? Ja. Also, aber ich glaube einfach, weil die Leute auch sich halt nicht so mega interessieren für Stand-up-Comedy. Also interessieren, ich meine, ja, wenn ich jetzt so mein Ding angeschaut habe, also meine Solo-Zahlen sind ja mega gut gewesen und kann man jetzt nicht sagen, sie interessieren sich nicht, aber es ist halt immer noch so, dass wenn du Comedy und Schweiz in einem Satz hast, dass viele Leute Divertimento denken und nicht Fabelander, Joel von Mutzenbecher, Charlie. So, weißt du, was ich meine? Ja, aber sobald du Stand-up sagst, findest du? Ich finde schon. Man muss natürlich auch unterscheiden, weil ja. Divertimento, muss man jetzt auch dazu sagen, Divertimento
verkauft so viele Tickets auf die Bevölkerung gesehen. Ja gut, das ist krank. Das war etwas Zehnfache von dem, was der Lobrecht in Deutschland verkauft. Ja. Wenn das auf pro Kopf rechnen ist. Ja, so weit sind sie, glaube ich, nicht einmal entfernt von ihm. In der Schweiz. Eben, darum sage ich. Und die Schweiz ist, also, wenn du noch runterbrichst, nur Deutschschweiz, ja, sag nicht. Deutschsprachig in der Schweiz sind das irgendwie 3, irgendetwas Millionen Menschen, potenziell, oder? Ja. Und darum ist natürlich die Divertimento ist eine komplett eigene Insel. Das ist schon krass. Und das ist sicher stellvertretend mit Comedy für in der Schweiz. Oder? Ja, aber ich finde aber die ganze Stand-up-Szene, ich sage jetzt mal. Da, du tust das teilen quasi. Absolut. Ah, okay. Absolut. Weil ich glaube auch, keine Ahnung. Jetzt probiere ich ein gutes Beispiel zu finden. Und ich meine es nicht im Direktbezug auf Divertimento, oder? Aber ich sage jetzt mal, Menschen, die Appassionata gehen schauen, sind auch sonst nie in irgendeinem Theater, oder? Ja. Also, das musst du irgendwie auch nicht mehr unterteilen. Ja. Also, weißt du, weil es gibt Events und es gibt eine Szene. So. Ja. Und was ich jetzt eben rede, ist die Szene. Also weißt du, dass wir jetzt so viele Leute sind, die effektiv von dem können leben, das machen sich immer wie mehr selbstständig, nur für Comedy. Mhm. Das ist vor 10 Jahren nicht denkbar gewesen. Ja, okay. Ja, das und darum, so. Es geht auch mega schnell, weil 10 Jahre ist nichts. 10 Jahre ist nichts. Ja, das ist schon so. Aber ich würde mal einfach, das ist, der Anspruch, den ich habe, dass ich Comedy halt auch cooler mache und sage, hey, das quasi mein Ziel ist, die Leute zu Events, zu Live-Events holen. Mhm. So, da ist das Ziel, wo man kann sagen, hey, ja, wenn wir von Stand-Up kommen direkt, dann sind die, die ich gut finde. Aber ich glaube, in der Schweiz ist Stand-Up-Comedy noch nicht so weit, dass das schon ein Begriff ist, zum Teil in den Köpfen. Nein, natürlich nicht. Aber eben, es ist schon viel mehr. Ich meine, ja, hoffentlich also, auch, ja. Klar, ich sehe es noch nie, zum Glück, ich sehe es noch nie am Peak. Nein. Aber du hast mal gesagt, ich weiß nicht, wo du das gesagt hast, irgendwo in einem Podcast hast du gesagt, dass es schon am Peak, oder wir haben vielleicht mal darüber geredet, dass Comedy schon am Peak ist und dass es jetzt eher weniger wird oder so irgendwie. Etwas. Von der Szene her, ja, von den Menschen, die es machen. Ja. Ich habe das Gefühl... Findest du, dass es... Aber das macht dann wieder keinen Sinn, weil du sagst, wir sind noch nicht am Peak, aber es machen weniger Menschen. Aber wenn Comedy wächst, dann machen es ja mehr Menschen. Nicht unbedingt, sondern es kommen mehr Menschen zu weniger Leuten. So habe ich es gemeint. Und zwar, also, es kommen mehr Menschen zu weniger Leuten. Ja, zu weniger Leuten, die es auf der Bühne machen. Also, was ich gesehen habe, und das ist, glaube ich, aber noch vor Corona gesehen, ist so gesehen, eben von der Szene her, der Boom, wo dort das erste Mal passiert ist, wo dann halt eben auch grosse Medien angefangen haben, irgendwie noch ein Comedy-Format zu machen und ich meine, Swiss Comedy Awards sind jetzt auch anders als zu der Zeit, wo ich dort mitgemacht habe. Und all das Zeugs, oder? Dass das dazu geführt hat, dass mega viel dazugekommen sind, die das jetzt auch wollen machen, oder? Mm-hmm. Wo einfach wirklich eben die berühmten 10 Jahre vorher, habe ich gespielt und nach gefühlt 2 Wochen habe ich alle kennt, die das auch machen, weil wir sind eine Gruppe gesehen von vielleicht 10 Leuten. Oder? Ja. Und jetzt kannst du sagen, sind es Dutzende, wenn nicht sogar schon über 100. Nein! Wo du irgendjemand siehst? 100? Wahrscheinlich. Nie im Leben. Ich würde sagen, also wenn du 2 Wochen lang Open Mics machst, hast du alle gesehen. Also, eben, ich sage vielleicht 100, aber man muss schon sehen, es gibt jetzt etwa... Darum haben die auch viel so Events. Ich glaube, es würde eben mehr Events geben, wenn es auch mehr Auswahl gibt. Weißt du, was ich meine? Aber momentan buchst du immer die gleichen Leute, wo du kannst sagen, hey, da kommt meine Qualität über.
Und das ist mega schwierig als Veranstalter, eine Reihe zu machen in der Schweiz über 6 Monate nur mit Schweizer Comedians. Nein, ist nicht. Ich finde es mega schwer. Wenn du Qualität willst. Plus, wenn du noch ein bisschen auf Diversität schaust und so. Also, mega schwer. Wir haben 10 Jahre Comedy in Balz gemacht und wir haben lange nicht Deutsche gebucht. Lang nicht. Ja. Sondern einfach die Schweizer. Eben zu einer Zeit, wo es noch nicht so möglich war. Aber du bist dann dort halt im Feld, bist du dann noch ein bisschen weitergegangen und hast extrem viele Menschen können buchen, die jetzt niemand würdest kriegen für so eine Show. Weil sie halt eben seit Jahren erfolgreich. Ja gut, das ist wieder das andere, ja. Allein Aspekt, ihre Saal füllen. Und das ist eigentlich das, was ich gemeint habe. Ist so, dort ist so ein bisschen der Peak erreicht gesehen, von wie viele Menschen es machen. Mhm. Aber das wird sich ausgleichen, weil du kannst aber gar nicht das Angebot stemmen. Das Angebot von, vielleicht sind es nicht 100, aber es sind Dutzende. Also ja. Weißt du, wenn irgendwie der SRF Comedy Camp kommen 30 und ja den, gut. Und, da. Aber das sage ich ja, das zählt ja alles zu der Szene dazu. Weil du bist auch einer von denen gesehen, wo einfach irgendjemand beim Open Mic angefangen hat. Ja. Und du bist einfach von Anfang an sehr schnell, sehr gut gesehen. Und dann nehmen die Leute Notiz und sagen, ah, schauen wir da, der Cenk ist auch so ein gesehen. Ja, fix. Ja, natürlich. Aber es gibt dann halt eben noch 30 andere. Und ich sage, die verschwinden dann wieder. Und es gibt halt einfach so einzelne, ja, wo dafür immer wie mehr Leute werden anziehen. Ja. Das meine ich eigentlich. Ach so, ja, okay. Weil eben, es ist ein beschränkter Raum. Ja, definitiv, ja. Und darum, das balanciert sich immer irgendwann wieder ein bisschen aus. Aber wir sind sicher nicht am Peak von eben Menschen, die das wollen sehen. Ja, nein, selbst noch lange nicht. Weil das tut sich ja auch immer wieder auffrischen. Ja. Also das ist, jetzt spiele ich mit besseren Zahlen wie noch vor der Pandemie. Ja. Und frage, wer hat mich schon mal live gesehen? Und 2 von 160 oder so, ja, klatschen. Ja. Und ich sage so, krass, was habe ich denn die 10 Jahre davor gemacht? Ja. Und dann merkst du, oh, das sind Leute, die irgendwie eben langsam so ein bisschen mitkriegen. Ah, da könnte man auch mal schauen. So, dass ich schon 5-mal an dem Ort gespielt habe. Ja. Vor immer irgendwie ja, 50 schon. Bis 100, keine Ahnung was. Das geht dann wie an dem Ganzen vorbei. Ja. Und ich frage mich einfach, was kann man machen, um jetzt zum Beispiel noch jüngere Leute für Stand-up-Comedy zu begeistern? Weil zum Beispiel, eben, ich sehe ja in Deutschland, du machst eine Show und es sind wirklich nur junge dort. Mhm. Es ist so krass, du hast kaum jemanden über 30, wenn du so Mitte 30 bist, ist das schon alt. Ja. Yeah. Und ich mir so denke, wieso ist das in der Schweiz nicht so? Wieso kommen Junge nicht go Comedy schauen? So, wieso machen sie doch. Ja, fein. Open Mics. Ja. Ja? Yeah. Ja, Stube, Zürich und so, aber ich denke mir so, wieso... Hast du denn irgendwo, ja gut, das ist halt irgendwie begrenzt auf Zürich, wo viele leben, und dann, aber ja gut, das ist dann vielleicht halt, weil die Schweiz dann ein bisschen zu klein ist. Ich glaube, niemand das. Aber das ist dann gleich noch ein Open Mic. Aber eine Jugend, zum Beispiel Junge in Glarus, würden doch nie ein Open Mic schauen. Da sind sie doch. Wo es in Glarus Open Mics gegeben hat, sind sie gegangen. Dort sind die Junge gewesen. Wo der Michi Schmid. Shows gemacht hat Peppino Petruzzi. Und zum Beispiel dort haben Charlie und ich jetzt einen Mix gemacht. Dort sind auch Junge gekommen. Also es ist eben, es kommt immer darauf an, ich glaube, es ist sowieso in verschiedenen Stufen, oder? Mit Open Mics. Das ist das, was ich eigentlich gemeint habe, mit eben, wenn ein Theater eine Mixed-Show will machen, oder? Es fängt an mit Open Mics, dort kommen Junge, aber die zahlen kein Geld. Dennoch hat, wenn sie jemanden finden, den sie wirklich toll finden, für die Person zahlen sie Geld, oder? Beispiel du. Dann aber gibt es noch Mixed-Shows und das ist dann halt eben auch irgendwie in einer abgefuckten Bar oder irgendwie ein Club oder was weiß ich. Also dort kommen sie auch. Mhm. Und der Sprung, und das ist halt das, was die Zeit braucht, was ich aber eben auch merke. Also weißt du, wenn ich jetzt im Casino-Theater Winterthur
meine erste Show anschaue, die ich gemacht habe, ich glaube 15 oder 16, und die letzte, die ich letzten Herbst aufgenommen habe, muss ich sagen, ah, okay, das Alter im Durchschnitt ist sicher 30 Jahre jünger geworden. Ja. Das hat sich halt mit der Zeit angeglichen, weil ich eben zu früh in dem Casino-Theater gespielt habe, wo ja. dann irgendwie nur Saison-Abo-Leute gekommen sind, wo sie sich auch noch gefühlt haben, haben sie mir oft nicht gesagt, aber ja, shit, da kommt irgendein Junge und es ja. läuft nicht, mache irgendwie noch zwei Vereinsaktionen und ja. schreiben alle Saison-Abo-Leute an und dann hast du ein Baumwollefeld, oder? Und, ja, fix. Und jetzt aber, wo Menschen eben finden, sie checken, was sie wollen sehen, sind sie im Schnitt 30 Jahre jünger. Ja. Und nur zwei sagen dann, ja, bist schon mal die live schauen. Ja. Also darum, das ist, wie gesagt, es gleicht sich an. Es, stimmt. Und es ist ja immer eine Momentaufnahme. Es ist ja alles eine Momentaufnahme, wo du dann so findest, jetzt gerade sieht es so aus, aber ich... Da siehst du auch, was wir uns als Comedians für Gedanken machen müssen. Ich bin auch immer so ein übertriebener Optimist in dem. Aber... Am besten einfach Musiker geworden, hättest du ein bisschen Gitarre spielen, ein bisschen singen. Und dann musst du einfach, dann habe ich letztens Moritz gesagt, hat mein Opa, schon mein Opa noch gesehen, Rubigen. Ja. Yeah. Und dann habe ich gedacht, du hättest auch lieber nur Musik gemacht. So, weil, als Musiker, es kann doch scheißegal sein, wer dort ist. Die Leute, wenn du gut bist, finden es eh alle geil. Ja. Yeah. Weißt du, was ich meine? Yeah. Aber als Comedian musst du immer schauen, also musst du, wenn du eine gewisse Art hast, ziehst du nur die Leute an. So mit dem Humor, denn wenn du etwas falsch sagst, wirst du auseinandergenommen, wirst du gecancelt, wirst richtig von allen Seiten bumst, man, du bist der Größte. So alle können dich angreifen. Als Musiker bist du einfach so auf der Bühne, singst ein bisschen, alle machen so, hey, bis du irgendwann zwischen zwei Songs etwas sagst. Ja, aber das ist auch egal. Du musst immer lustig sein. Oder auch, wenn du anfängst, Afterpartys organisieren. Gut, das ist wieder ein anderes Thema. dann wird es auch schwierig. Ja. Mal schauen, wenn ich für eine Afterparty mache, wenn ich mal 90'000 Leute anbringe. Dann wird es schwierig. So. Hast du denn auch jemanden, der für dich Vorsondierung macht? Nein. Also da muss ich sagen, das ist ein Thema, das ist, ich kann nicht verstehen, das verstehe ich wirklich nicht, wie man das machen kann. Ich auch nicht. Wirklich nicht. Ich meine, also, das ist wirklich, da finde ich, das ist wieder ganz ein anderes Thema, da können wir wahrscheinlich nochmal 3 Stunden drüber reden, aber da finde ich, wenn man jetzt auf da muss einfach mal Konsequenzen geben. Da muss einfach mal so lange ermittelt werden und jemand muss einfach mal die Anwaltskosten zahlen, um so ein Sieg aufdecken. Yeah. Und einfach mal jemanden haben, der richtig Beweis kann liefern, wo alles dokumentiert hat und dann muss man den Sieg einfach auseinandernehmen. Yeah. Rechtlich. Wenn es wirklich so ist, zu 100%. Hundertprozentig. Ja. Einfach auseinander. Und es werden jetzt ja Spenden gesammelt. Ich hoffe es. Für Anwaltskosten von Opfern. Weil dort machst du einfach... Eben, sobald es Stunk gibt, nimmst du einfach den fucking Star-Anwalt-Team. Weil Geld hast du ja sowieso. In rauen Mengen. Ist es so. Du ziehst einfach so lange durch, bis alle aufgegeben haben. Genau. Oder im schlimmsten Fall... Das war sehr oft der Fall gewesen. Genau. Gibst jemandem noch Geld, damit sie einfach still sind. Voll. So, weißt du was? Komm, sei einfach still. Ist es so. Hast du irgendwie 1 Million. Ist es so. Ist gut. Und ja, dass das nicht passiert, es gibt verschiedene Orte, ja, wo jetzt eben Spenden sammeln, damit man eben kann Konteranwaltskosten brauchen. In so etwas müsste vielleicht auch mal irgendjemand bei einer Anwaltskanzlei sagen, weißt du was? Ich schwöre, fix. Vielleicht verlange ich jetzt nicht gell. 750 Stutz für 10 Minuten Telefonat. Sondern, weißt du was, da können wir vielleicht jetzt auch mal für das komische System etwas gegensteuern. Das führt auf alle Künstler und Künstlerinnen dann zurück, schlussendlich. Auf das Mal hast du Leute, die sich nicht mehr safe fühlen, egal wo. Ja, vor allem, was ich geil gefunden habe, ist, wie Leute dann angefangen haben zu sagen, ja, also,
das überrascht mich jetzt nicht. Ich habe das Gefühl, das ist an vielen Orten so. Und dann muss ich sagen, ja. Nein, ja, okay. Eben nicht. Weil du das Gefühl hast, verbreitet sich das dann so. Ja. Aber wenn es wirklich mal rauskommt, ja, aber das ist sicher noch bei anderen Bands. Also wenn, dann wird es in den nächsten 2 Wochen rauskommen. Ja. Wenn es jetzt bei anderen auch in diesem Ausmaß ist, ja, mit den Vorwürfen. Absolut. Weil eben, das wirkt schon so unglaublich systematisch, voll durchtrieben. Voll. Und da hoffe ich einfach, Next Level. Ja, da hoffe ich wirklich, dass alles gemacht wird, um wirklich mal vor Gericht etwas erzielen, weil da würde so viel bringen. Genau. Da würde auch andere Frauen oder andere sehen und merken, weil es sind viele in dem so in einem System, da glaube ich auch, dass es machen schon wahrscheinlich viele andere auch, wo es noch nicht so aufgekommen ist. Mhm. Und ich glaube auch viele sind jetzt momentan hure froh, dass jetzt alles auf, dass der Fokus auf Rammstein liegt. Weißt du, was ich meine? Ah, reden wir von Rammstein? Oder einfach die Band. Nein, dort, das ist extrem wichtig, weil wenn jetzt da mal so ein Durchbruch kommt und mal etwas erzielt werden kann, das schützt auch andere Frauen in Zukunft. Mhm. Wobei, wenn ich wieder gelesen habe, in Bern genau gleich weitergemacht. Ja, ja. Hast du das gesehen? Ja, 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 ja. Aber es ist ja die ganze Tour schon. Wo ich mir so denke, Alter, sind... Sie haben, also, eben, man muss ja dann auch, mittlerweile gibt es ja auch eine klare Unterscheidung zwischen der Band und Sänger. Jetzt hat sich jetzt das zum ersten Mal die Band auf äußere ja, sagen, also sie werden sich jetzt probieren, zusammen aufzuarbeiten, ja, aber schon. So ein bisschen distanziert. Hast du das gemerkt mit den Anwälten, oder? Die Band hat sich Anwälte genommen, die gesagt haben, die Frauen sollen ihre Sicht darstellen. Ja. Und er hat nochmal ein separates Staranwalt-Team, ja, ja, wo denen allen irgendwie so provisorische, oder wie das immer heisst, Verfügungen schickt, ja, von wegen, ja, du sagst nichts mehr. Genau. Und also es wirkt alles sehr, sehr übel. Aber das soll unsere Freude auf die heutige Show nicht treiben, wo wir jetzt langsam gehen müssen. Jetzt sind wieder hure ernst geworden. Heute habe ich mir heute mal was vorgehabt, zum voll lustig sein. Das ist ja gut für andere im Moment. So. Aber wir haben jetzt ziemlich genau 2 Stunden gemacht. Und gut, ich glaube, dann ist auch okay, oder? Tipptopp. Dann düsen wir jetzt yes, los. Danke, dass ihr da seid. Ja, danke dir. Bist du und ich freue mich noch auf die Show. Ist cool. Ja. Ich habe noch keine Ahnung, was ich mache. Und ja, ich mache ein paar Sachen noch aufnehmen, ja. Aber es wird gut. Es sind noch schon ein paar Leute am Start. Ich glaube, ja. Ist noch cool. Ich danke dir, dass du da bist. Ich wünsche dir weiterhin alles Liebe. Gleichfalls. Viel Erfolg. Gleichfalls. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt noch 1 Stunde im Auto reden werden. Aber das ist unser Problem. Danke, yes. Christoph. Danke, Christoph. Alles Liebe. Und ich sage es jetzt noch schnell zum Schluss, falls jemand bis dahin gelost hat. Jetzt machen wir ein bisschen Pause. Bis Ende August ist Feelgood-Podcast in Sommerferien, weil man muss irgendwann einmal ein neues Solo. Genau. Ein neues Solo erarbeiten. Ah, ja, das stimmt. Und freue mich dann auf ganz, ganz viele neue Folgen mit tollen Gästen und viel Heiterkeit, Spaß und Trubel. Bis bald. Macht's gut. Genießt den Sommer. Peace. Ciao. We'll be right back.